Moin Leute, Trimax hier. Wir spielen weiter Wrath. Die Story ist durch, aber man konnte ja noch wahnsinnig viel mit dem Händler machen. Und wir wollen ein so unglaublich großes Raft bauen, dass wir alles, was kommt, dass wir alles einfangen. Wirklich alles. Das sind alles unsere Fangnetze. Und es soll so groß werden, dass Raft das Game abstürzt. Wir wollen das Game zum Laggen bringen, weil es so riesig ist. Momentan sind wir gerade noch dabei, erstmal unser Schiff zu verbessern. Wir brauchen erst alle krassen Titanmaschinen. Wir haben die Händler gepusht. Wir können alle möglichen Stuff, die wir haben, zu diesen Müllwürfeln recyceln. Das ist die Währung. Das können wir immer den Händler geben. Und da gibt es dafür Titanerz. Da können wir krasse Sachen bauen. Wie zum Beispiel die Windmühlen, die einfach durchgehen, die Batterien aufladen. Ultra geil aus dem neuesten Update. Der elektrische Ofen, auch sehr chillig. Oh, die Titanbarren sind fertig. Geil. Ja, es ist ultra, was da alles noch kam, nachdem es sozusagen durch war. Hier haben wir die Holzfarm. Unglaublich groß. Hier hinten haben wir alle Motoren. Wir werden auch sehr, sehr viele Motoren brauchen, um das Riesenschiff dann anzutreiben. Momentan sammeln wir gerade noch Materialien. Wir wollen auch das komplette Pflanzensystem verbessern und vollautomatisieren. Wir haben gerade ganz frisch auch, also hier ist G-Times Küche und das ist, die ist ultra stark, das reißt G-Time übel ab. Hier haben wir die ganzen Tiere. Hier wollen wir die Müllpressen, die Recycling-Dinger, kannst du am besten Wolle reintun. Wolle von den Alpakas, das ist sehr stark. Wir wollen noch ein Bewässerungssystem, wir haben hier gerade ganz frisch einen vollautomatischen Wassertank hier hingebaut, aber den haben wir noch nicht angeschlossen, das haben wir noch nicht ganz hingekriegt. Wir fahren mit Biokraftstoff und sind übel voll. Die produzieren wir hinten, also es ist ein super Raft. Das ist echt super funktional. Wir haben sehr viel Honig. Aus den Bananen machen wir die Rohkost, aber auch aus den Eiern von den Dodos. Das heißt, Tiere sind, um alles vollautomatisieren, auf jeden Fall der Schlüssel. Ja, ultra nice. Jetzt kommen Romatra und G-Time dazu. So. Ich bin schon Ressourcen hier am Farmen gerade. Weil wir haben ja letztes Mal hier an der Insel gehalten. Ja. Wir brauchen Biomasse, um uns gut anzutreiben die ganze Zeit. Ja. Ich hatte hier schon den ganzen Stuff geholt. Da könnten wir hier direkt wieder weiter cruisen. Ja, hier sind aber noch haufenweise Erze und alles. Das wollte ich noch jetzt schnell abbauen. Wir haben ja übertriebensten Eisenmangel. Haben wir das? Ja, also wir hatten letztes Mal auf jeden Fall sehr hohe Eisenprobleme, das weiß ich. Wir können 10 Eisen haben wir hier. Oh, wir haben noch 15 Metallerze, die müssen nur gebrannt werden. Ja. Ich nehme hier mal was raus. Oh, wir müssen noch die besseren Batterien bauen. Wir müssen noch den Wassertank hinkriegen. Mhm. Wie viel Dirt haben wir noch? Ich würde gerne auch nochmal die Tiere komplett neu bauen. Holz haben wir hier. Genau, das war ja auch eins der großen Projekte, was wir angehen wollten. Wenn man den Dirt, die Flächen der Tiere abbaut, sind die dann kaputt? Ich glaube ja. Kann man Federn recyceln? Also kaputt, dass du sie nicht mehr neu bauen kannst? Ich glaube, die Ressourcen sind weg. Die gehen Federn richtig kaputt, die Sachen. Wir brauchen mehr Müllwürfel. Wir müssen rund um die Uhr gefühlt fahren, um das am Laufen zu halten. Die Wiesen kann man neu platzieren, okay. Aber ich will trotzdem ein paar noch so bauen. Heißt es Anbaufläche oder bin ich jetzt lost? Ja, das ist richtig. Planken, Kunststoff. Das ist schon mal gut, Schmutz. Wenn wir die neu platzieren können. Dann müssen wir da nicht haufenweise Dirt farmen. Das ist sehr gut. Also wenn du magst, können wir schon losfahren. Dann sammeln wir schon wieder. Ja. Weil wir können jetzt bei jeder Insel. Da muss ich erstmal zurückkommen. Ja. Wir können jetzt bei jeder Insel halt wirklich 15 Titan und 15 Metallerz mitnehmen. Okay. Wir müssen nur die Recycler am Laufen lassen. Und dafür müssen wir einfach die Alpakas. Die Wolle nehmen. Wir haben mittlerweile so viele. Wie geil bist du? Ich bin doch immer die Tiere gefangen, ne? Digga, haben wir 8 Stück von den Viechern? Alpaka? Holy shit. Okay, die Wolle ballert. Die Wolle ballert die Recycling-Maschinen, also ultra rein, ne? Mhm. Oh, hier ist auch noch Dirt, super. Hab ich ja gesagt, dass wir uns ganz viele Alpaka holen, dann kriegen wir die easy bestückt die ganze Zeit. Ja, das ist der Wahnsinn.
Vor allen Dingen müssen wir ja nur einmal quasi diese Dirtfläche machen. Und wenn wir dann das mit dem Wasser automatisieren alles, dass ja, wir nur die Batterien austauschen müssen, dann ist das ja gar kein Aufwand mehr. Korrekt. Ich krieg die Recyclingmaschinen gar nicht voll. Mich würde mal interessieren, wenn wir fahren. Hast du hier schon bei dem Shop Sachen gekauft? Tarnerz und so, wenn ja, einer war. Ja, safe, ja. Kann ich zum Beispiel hier eine Hängematte recyceln, zum Beispiel? Hm. Ach nee, locker nicht, oder? Raw Materials, nee, scheiße. Jo, die Möwe, what the fuck? Und unsere, ich frag nochmal den Chat, Leute, die Metall, die Advanced Metall Vogelscheuche, die hält wirklich für immer? Naja, die scheint da die ganze Zeit oben zu stehen, ne? Die wurde noch nicht abgebaut, ja krass. Gut, dann lass uns loscruisen. Mal gucken, wie viel Recyclingstation wir am Laufen halten können. Nein, die Batterie ist leer. Ich will auch noch so einen Ofen haben, die sind cool. Ist mega stark. Angeln müssen wir auch mal für die Handelsmünzen. Jetzt müssen wir einfach das Recycling-Ding am Laufen lassen. Okay. Wir haben nicht mehr genug Biomaterialien. Das ist so ein bisschen ein Problem. Biomaterialien? Also um Bio-Dings herzustellen? Ja. Da haben wir mehr als genug. Ja? Ja, wir haben nur die ganzen Dodos für die Eier. Ja, ich weiß nicht, ob das schon reicht, tatsächlich. Weißt du? Also ich habe jetzt hier gerade wieder zig Eier bekommen und habe schon hinten die Dinger wieder aufgefüllt. Okay, könnte vielleicht schon reichen. Das kann man doch safe instant nach googeln. Wie viel Dodos man braucht. Und wir haben ja auch noch die ganzen Köpfe und alles, die können wir auch noch da rein jieten. Ja. So, das brennt hier auch. Wie lange brennt der Ofen hier eigentlich? Ist der auch schneller? Nee, ne? Oh doch. Brennt der Ofen schneller? Kam jetzt, glaube ich, so vor. Der brennt schneller, ja. Geil. Das höre ich äußerst gerne. Sind wir auf der Loot-Route? Ja, ne? Ja, der Loot, der tut sich ja immer quasi auf uns einstellen. Nee, ich glaube, der ist immer in Windrichtung, oder? Weiß nicht, also da sind auf jeden Fall haufenweise Sachen ins Netz gegangen. Wie ist das, Chat? An welchen Inseln gibt's Kugelfische? Geil. So, hier, guck, da kommen doch die ganze Zeit Sachen. Ist das maximale Power? Ja. Ja. Ist das geiler Scheiß? Ja, stimmt. Loot immer in also die Eier reichen auf jeden Fall. Wenn die reichen, ist geil. So, dann nehme ich mir jetzt mal... Ich will unbedingt so einen Ofen nochmal haben, die sind ja so geil. Kunststoff. Haben wir keinen Kunststoff mehr? Doch. Ach, hier. Und es gab doch einen Fix von etwas. Backen die Tiere noch weg? Nee. Das war letztes Mal. Sicher? Also. Ja, sonst jetzt ist auch kein Tier mehr weggebackt. Bei uns, aber könnte ich jetzt auch noch eine Station auf dem Boden sozusagen bauen? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Paar Sachen gebrannt, überall Planken reingelegt. Oh, ich hab sowas, what the fuck. Auf dem Boden bangt immer noch weg. Okay, dann wollen wir eine neue Fläche bauen und eine große.
hier noch genug Wasser? Die Batterien voll? Wenn rot ist, ist nicht mehr voll, ne? Wo auch das Haifischfleisch da in den Bio-Dings reinhauen, ne? Ja, stimmt. Davon haben wir haben so was. Viel Gemüsesuppen. Ja. Aber wir müssen haufenweise Ton nachher mal holen, sonst kann ich kein Essen nachproduzieren. Braucht man da echt Ton für, ja? Ja, ich brauche immer eine Ton, also diese Tonschalen. So, wo soll ich denn jetzt hier die Tiere hinpflastern? Ich will ein neues Anbaugehege bauen. Machen wir das Schiff unendlich breit oder unendlich lang? Ich glaube, lang ist besser als breit, oder? Ja. Dann nach hinten oder nach vorne? Nach... Hinten, ich sag da ne? nichts zu. Schiff, der Schiffsbaumeister Rumatra soll das entscheiden. Ja, der muss jetzt kommen. Das ist echt chillig, dass das einfach brennt, ohne dass es was braucht. So, hier habe ich nochmal 8 Metallerze. Hattest du, wie viele Metallerze hattest du noch gefunden? Ich habe vorhin nochmal 8 mitgebracht. 9 sogar. Oha. So, dann tue ich mal die fertig gebrannten hier wieder rein. Ich habe noch auch noch mal 8. Jetzt haben wir schon über 20, geil. Und, oh, wie viel Titanbarren? Wir haben 25 Titanbarren. Ja. Okay, das ist geil. Das ist geil. Jetzt pass mal auf. Ja. Guck mal jetzt rein, wie viel wir haben. Oh, 33 Titanbarren. Hm. Fuck. Das ist geil. Das ist geil. Also wenn Rumatra gleich kommt, also dann will ich ein dickes Lob von dem hören, wie wir am Eskalieren sind. Komplett. Was war das? Ach, das war der Entsafter. Was können wir denn noch Geiles bauen? Ein großer Lagerplatz ist immer gut. Das müssten wir langsam anfangen zu bauen, weil wir ja richtig viel speichern wollen fürs große Ding. Ich würde sagen, noch ein Schmelzer. Verbesserte Sammelnetze, aber die sind halt echt teuer. Kann mehr Objekte enthalten als ein normales Netz. Oh, wir fahren auf eine Insel. Aber die hat keinen Händler. Wenn wir direkt vorbeifahren. Ah, du bist schon am Scheren, okay. Ja, das ist mal das Wichtigste. Die Recycler müssen laufen. Also diese Recycler, die kriegen wir gar nicht mehr bestückt. Das sind zu viele jetzt mittlerweile. Da brauchen wir so viel mehr Wolle. Ja, ich weiß, ich weiß. Schere kaputt, toll. Ja, kriegen wir nicht mehr hin. Nee, stimmt. Aber Wolle boostet gut. Die Wolle boostet auf jeden Fall sehr gut. Das können wir jetzt hier reinpacken. Okay, dann brauchen wir jetzt... Ich müsste gleich mal Rumatra kommen. Ich kann einmal die Batterien auswechseln. Hier alle mitnehmen und hier neu platzieren. Das ist so geil, dass die einfach automatisch laden, ne? Die laden einfach komplett von selbst. Wir müssen nicht, wir brauchen keine Planken oder irgendwas, kein Bio, kein Honig, die laden einfach. Was meinst du? Ja, die Batterie durch die Windmühlen. Ach so. Ja, auch hier das Wasserding hinten ist sau strong. Ja. Gehst einfach dran, nimmst dir Süßwasser raus und fertig ist die Kiste. Ja, komplett. Auch nochmal wieder mit noch mehr Metall, zack. Gut. Jetzt wollte mal wieder eine Händlerkiste. Händlerinsel und dann will ich gleich mal. Du sagst, Biomaterial haben wir genug. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall gestemmt. Biomaterial genug. Hier ist noch Trockenziegel auf dem Boden. Holz sollen wir nicht reinpacken. Was brauchen wir denn, um das Boot zu vergrößern? Zeige mal. Habe ich einen Bauhammer? Ja.
Kunststoff. Ah ne, wir machen die verbesserten Dinger, ne? Okay, aber trotzdem. Nur Kunststoff und Planke. Nur ja. Kunststoff und Planke. Und für Sammelnetze? Das heißt, Palmblätter haben wir übrig, korrekt? Hallo. Da ist er, nice. Moin. 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 Und, wie geht's euch? Sehr gut, selbst? Auch. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen in meinem... Also so Muskelkater-Schmerzen, aber so üble, weißt du, was ich meine? So, ich kann mein rechtes Bein fast nicht bewegen. Alter, krass. Das ist doch schlecht. Ja, ist mega schlecht. Also irgendwie bei deinen Sportevents, da passieren immer irgendwelche schlimmen Dinge. Boah, es haben sich gestern echt sehr, sehr viele verletzt. Ich krieg langsam richtig Angst, also... Das klingt immer so, als wenn man sich da die übelsten Verletzungen zuzieht. Ich find's krass, dass einfach Steven Gätchen einfach umgegrätscht wurde. Das ist so dumm. Weiß man, wie es dem geht oder was er hatte? War ja Verdacht auf Bänderriss, aber... War... Das bockt nicht, ne? War nur falsch auf... Also, er ist halt falsch aufgekommen. Der Ball ist bei der Grätsche gegen ihn gekommen. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, aber das Sascha-Huber-Ding. Ja? Das Sascha-Huber-Ding, weil... Den hat's... Das war... Hey, was ist mit Sascha-Huber passiert? Was? Hey, ich habe nur mitbekommen, dass Paul sich den Arm ausgekugelt hat. Ja. Und dass Steven Gätchen sich am Fuß verletzt hat. Aber was mit Sascha-Huber habe ich gar nicht mitbekommen, hä? Wann war das? Ist auch ziemlich verletzt. Er kann seinen Arm nicht heben. Ja, Paul muss... Der ist morgen MRT, der muss vielleicht operiert werden, das checken wir. Das ist schrecklich. Ich bin so froh, dass ich mich nicht verletzt habe. Ja. Das kommt noch. Okay, Romatra ist da, sehr gut. Oder? Nee, das ist nicht Romatra, das ist T-Time. Bist du da? Nee, ich starte gerade. Sehr gut, schnell. Steam. Das ist auch nicht fertig wieder. Du musst... Oh, die buggen manchmal so komisch. So können die auch verschwinden, oder ist das nur ein Grafikbug? Wer buggt? Wollen wir das Schiff unendlich breit machen oder unendlich hoch? Hoch, so eine Scheiße. Lang. Hoch mit lang kannst du... Oh, riesige Insel, rechte Seite, da wird bestimmt ein Händler sein. Ja, geil. Die nehmen wir. Oh, Update, ich muss kurz Craft Update. So, wenn dort, glaube ich, nur noch irgendwas brennen, ne? Oh, ich bin gespannt, was ihr alles gebaut habt. Ihr habt ja auch ein bisschen weiter gespielt, ne? Ja, ganz schön viel. Bisschen, wir haben viel weiter gemacht. Das Late Game ist erst extrem geil. Also, ich muss sagen, das enjoy ich sehr. Hoch, nicht breit, sonst passt er nicht über durch. Nee, ich meine nicht hoch, ich meine lang. Lang können wir machen. Ja, ist hundertprozentig wieder ein Händler, aber das ist keine Bäreninsel. Hab ich noch eine Schaufel? Schaufel habe ich, ja. Es gibt auch unendliche Vogelscheuchen und so ein Stuff. Okay, dann halt mal an. Anker werfe ich. Unendliche Vogelscheuchen? Ja, also die unten nie kaputt gehen. Ja. So, dann gehe ich wieder zum Händler, ja? Ja. Habt ihr rausgefunden, wo man diese komischen Coins bekommt? Ja, ja, es ist super free. Ganz ultra satisfying System. Und ich hol wieder Tiere. Ganz wenn satisfying. Sind. Alles, was wir einsammeln mit den Netzen, können wir in den Recycler packen. Der braucht nur Strom. Ja. Oder ist eine Ziege. Ja, Ziegen sind aber nicht wichtig. Die ich weiß, Ziegen sind das Schlechteste. Die brauchen nur Strom und machen dann Müllwürfel. Die gibst du beim Händler ab, da pushst du deinen Händler Rang sozusagen. Ja. Und wenn du es auf maximaler Hochpunkt hast, also jede Insel, die wir jetzt erreichen, die groß ist, hat einen Händler. Wir müssen halt die Recycler am Laufen halten und dann kriegen wir auf jeder Insel jetzt 15 Metallerz, 15 Titanerz, auf jeder. Das ist ja, wir haben den Händlerrang schon gepusht. 15 Titanerz. Ja. Ja, ja. Titan hat auch schon alles Ausrüstung aus Titan, kann sich das zumindest machen. Boah, das hätte ich dann jetzt auch gerne erstmal zum Reinkommen. Was? Du musst erstmal nach hinten das Boot vergrößern. Erstmal musst du dir das verdienen, Rumatra. Ich hätte jetzt einfach gerne ein bisschen Titanausrüstung. Nee, du bist jetzt erstmal der Schiffsjunge. Du musst dich jetzt erstmal darum kümmern, unser Schiff schön zu bauen. Mann, nee, nach hinten ausbauen, nicht. Hinten ausbauen, dann kriegst du Titansachen. Ja, nur wer hier Arbeit leistet, der kriegt auch Titan.
Wie nach hinten? Was meinst du mit nach hinten? Wir wollen das Schiff maximal lang machen, nicht maximal breit. Warum? Also wir wollen auch bis... Sonst kommt man zwischen Inseln nicht mehr durch, das ist voll dumm, das haben schon einige probiert. Wir wollen ein riesen Schiff haben, aber es soll nach hinten lang sein, weißt du? Okay. Du kannst ein bisschen breiter noch machen, Fangnetze, ja. Aber sonst nach hinten ultra groß. Und dann baust du hinten erstmal aus, weil ja. Ich will ein neues Tiergehege bauen, weil Tiere sind der Schlüssel. Der Recycler, der ist zwar geil und der produziert aus allen Müllwürfel, ja. Aber in einem Recycler passen 80 Palmenblätter rein. Wir müssen 6 Recycler rund um die Uhr bedienen, das heißt, das sind ja schon 80 mal 6. Dann, Sumatra. Was weiß ich, 8 mal 6 sind... 480. 480, das heißt, wir brauchen zwischen jeder Insel 480 Palmblätter, das kriegen wir nicht. Das heißt, wir müssen mit Wolle arbeiten. Ja. Und Wolle ist am besten im Recycler, aber dafür brauchen wir die Alpakas. Ah, okay. Und dafür müssen wir ganz viele Alpakas farmen. Das auch. Und damit wir halt fahren können, auch mit dem Riesenschiff, brauchen wir unendlich Biokraftstoff und dafür brauchen wir auch unendlich Dodos. Das heißt, wir brauchen eine riesige... Tiere sind halt echt OP. Wieso die Bananen Dodos? Bringen auch nichts, weil die bringen Eier und Eier bringt der Kraftstoff auch sehr stark. Das klingt die Bananen... Stark. Ich müsste rund um die Uhr für unser Schiff nur auf der Bananenplantage sein, ohne da jemals runterzugehen. Oder wir haben ganz viele Dodos, damit geht's auch. Wir haben auch schon einen großen Kraftstofftank, 2 Tanks, einen Speicher, haben wir dazwischen geschaltet. Ja, okay. Hier ist noch eine Ziege. Scheiße, auf der Insel sind 2 Ziegen, das ist low. Nee, dann ist die Kacke, die Insel. Ja, ich bin jetzt beim Händler, dann ziehen wir direkt durch wieder. Ich weiß gar nicht, muss ich auf den Inseln noch Bäume mitnehmen? Nö. Hat der noch einen Tipp, wieso das nicht funktioniert gerade, das Update? Musst du da einer von dir irgendwas Spezielles machen? Hm? Nö, ich bin einfach ins Spiel gegangen und konnte spielen. Hab ich noch nicht. Was funktioniert nicht? Ja, der muss irgendwie noch Daten verschieben oder so, von A nach B. Ja. Die er runtergeladen hat, so eine Scheiße, Alter. Was ist das denn? Bauplan Feldflasche. Bauplan Detailplanke. Detailplanke? Detail, also Detail. Boah, wie teuer ist das alles? Feldflasche ist geil, sagen die Leute. Was ist doch so teuer? 8 Mülldinger. Das ist höllenviel. Ich hab's geschafft. Ich baue jetzt einfach das Boot nach hinten aus, oder? Ja. Das ist der Plan, Baby. Klingt entspannt. Und dann kannst du hinten einmal eine große Fläche nach so. Wollen wir die Tiere ein ganzes Stockwerk hoch machen? Oder können die Tiere auch noch wegbacken, wenn sie halb sind? Jetzt sind sie ja gerade halb hoch, unsere Tiere. Denk dran, wir müssen auch noch das Wasser und so da machen, ne? Dass wir da wirklich automatisch bewässern. Ja, das ist ja, das will ich. Das ist ganz doll das Fokus von mir von der Folge. Haben wir. Anker hoch, wir können fahren. Ihr seid alle drauf, ne? Ja. Spiel beitreten. Ich baue noch einen Schmelzofen, ja? Der ist echt stark. Ach, ihr habt den elektrischen Ofen schon? Ja, das ist so geil. Klingt satisfying. Ja, ist wirklich sehr gut. Oh, was ist hier passiert? Ist der Motor angemacht und wieder aus? Ja, weil wir müssen erstmal noch ein bisschen drehen. Alright. Unser Schiff ist mittlerweile so riesig, das braucht sehr lange, wenn wir so nah dran sind zum Drehen.
Ui, ich sehe es. Ihr habt auch. Obwohl, ihr habt es gar nicht größer gebaut. Größer nicht. Brauchen wir denn diese. Deine Holzplantage da rechts noch? Wissen wir noch nicht. Okay. Also, wenn wir das Schiff stark ausbauen wollen, werden wir die definitiv brauchen. Ja, okay. Gut, dann fange ich jetzt einfach mit dem Schiff ausbauen, ne? Genau, hinten raus und direkt, ich würde sagen, ein komplettes Stockwerk höher machen wir die Tiere. Ich würde nicht sagen ein halbes. Wir machen eine neue Tieranbaufläche. Weißt du? Ja, okay. Und das Wichtigste ist immer die Tiere, die also Key ist gerade die Alpakas immer wieder zu scheren und dann die Recycler am Laufen zu lassen. Ja, wir haben kein Holz, oder? Ah doch, haben wir, nevermind. Wir haben ganz viel Holz. Wir haben gut Holz. Ich habe nichts gesagt. Ich habe noch 18 Bananen. Wo tue ich die hin? Hinten in die... Schön ordentlich in meiner Küche einsortieren. Ja, nee, wir brauchen hinten eine Bio. Wir brauchen Biomasse. Oder sagst du, die Dings reichen? Ab in die Küche mit den Bananen. Ja, ja, die reichen. Können wir reichen? Ja, und wir haben ja auch noch Köpfe, mit denen wir auffüllen können, wie gesagt. Theoretisch können wir auch noch Honig machen. Honig ist ja auch Biomasse, ne? Ich habe auch noch einen Biokrafttank. Wir müssen doch hier Honig an den Seiten immer reinfüllen. Das ist übrigens komplett leer, ne? Oh. So. Und ich werde jetzt erstmal das... Haben wir denn genug Dreck? Müssen wir nicht auch Dreck sammeln dann? Ja, ich habe schon Dreck gesammelt ein bisschen. Okay. Honig mach ich mal auf. Du musst mir nur die Fläche ziehen und ein Stockwerk hin. Dann mache ich den Stuff dann. Okay. Neue Tiergehege und Dings fängt sie. Ah, unsere Biotanks, die sind aber komplett voll. Also die haben jetzt genügend Kraftstoff erstmal, die Motoren. Das ist gut. So. Ich brauche 10 Trockenziegel, wie kacke. Hier liegen noch 5, aber mehr nicht. Haben wir irgendwo noch Trockenziegel? Nö, dafür müssen wir immer Ton holen, aber weil wir nie bei den Inseln farmen, haben wir keinen. Das wusste ich gar nicht, dass man von Ofen Ziegel braucht. Na, 5 Ziegel haben wir, das war's. Okay. Dann bauen wir noch einmal ein paar hiervon. Boah, wir verbrauchen echt ziemlich viel gerade, ne? An was? An allem. Ich benutze gerade nur Holz und Plastik. Okay, gut. Ich baue... Boah, wie viel Platz brauchst du denn? Ordentlich. Mach als erstes, Boah, wie groß würden wir sagen, ist das hinten? Wie groß soll das hinten werden? Guck mal, reicht das, wenn ich das jetzt... Guck mal, ich könnte jetzt das, was ich hier habe, in die Höhe bauen. Eins, und dann könnte ich da deine Tiere drauf tun. Ich kann das aber auch noch weiter nach hinten bauen, aber dann wird es halt sehr teuer. Also. Ja, fang hier erstmal an. Okay, wir fangen erstmal an. Hier ein Stockwerk höher und dann kann ich da schon mal die Wiesen und den Stuff platzieren. Dann hat man schon mal ungefähr einen Plan. Wie viel. Wir müssen auch die Netze mal lernen, die halten nicht unendlich auf, ne? Haben wir auch gelernt. Ja, die besseren Netze fangen mehr auf. Ja, aber das ist zu teuer. Okay. Glaube ich. Ja, die kosten Titan immer. Also einmal so ein Netz bauen kostet, glaube ich, ein Titan. Aber die fangen dann halt mehr auf. Das Problem ist, wir müssen die Recycler am Laufen halten, G-Time. Ja. Warum sagst du mir das? Oh. Weil wir gleich die nächste Insel erreichen und noch 0 Müllwürfel haben. Wie kriegen wir das hin? Also ich bin jetzt gerade dabei, mich hier um die Tiere zu kümmern, damit die uns hier nicht sterben. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Wie kriegen wir... Macht es Sinn, die Palmblätter vorher zu Seilen zu machen und dann zu recyceln? Ich glaube nicht.
glaube, der will einfach nur Masse haben, der Recycler. Es gibt Wolle, die füllen das komplett auf. Echt? Also richtig, richtig, richtig krass. Okay, das wusste ich nicht. Boost, ja, das ist das Gute. So. Ich habe jetzt noch mal ein paar Scheren gemacht, damit wir jederzeit... Auch geil, es kommt gerade richtig gut Loot rein, das ist nice. Oh, willst du das so dicht hinter die Motoren bauen? Ja, schon, oder? Oder nicht? Ja, ich kann es auch nicht so dicht hinter die Motoren bauen, das ist eigentlich mir gerade egal. Ja, lass mal zwei Felder Abstand. Ja, okay. Sonst hole ich noch mal Holz zusammen. Brauchst du so viel Holz? Das sehe ich gleich. Ich glaube nicht, dass du so groß erstmal brauchst, oder? Also wir können das ja dann erweitern. Ich baue jetzt hier erstmal. Ja, ja, fang erst an. Und das kriegst du eh nicht gefüllt. Oh, die sind, die lass den Kopf hängen. Die Alpakas. Doch nicht. Die haben gegessen, nevermind. Ja, das Ding muss jetzt halt, die fressen hier halt ordentlich. Das muss immer wieder nachgefüllt werden. Wenn einmal kurz Pause ist, dann ist hier problematisch. Ja. Irgendein Dings ist hier abgestellt worden. Ah, wir können nicht mehr fahren, weil es ist zu schwer. Ah ja, ich hab mehr gebaut, deswegen wahrscheinlich. Ja. Das macht Sinn. Aber der eine Motor ist doch aus, den können wir noch anmachen, oder nicht? Können wir den verbinden einfach? Ja, wahrscheinlich, oder? Ist der nicht schon verbunden? Ne, noch nicht. Der muss noch verbunden werden. Ja, der muss noch verbunden werden. Der fährt gerade mit Planken. Ich kann den verbinden. Wie viele Planken haben wir noch? Oh je. Yeah. Kunststoff geht auf Weg aus. Ey, der Hai knabbert. Aber warte, soll ich erstmal, ich sehe, ab und zu fahren wir noch ein paar Sachen vorbei. Ich baue erstmal Fangnetze kurz ganz breit. Oder? Ja, ja. Ich baue mal kurz Fangnetze. Wir dürfen, glaube ich, auf keinen Fall anhalten komplett. Wie? Also, wenn wir zu groß sind, weißt du? Scheiße, ich werde gleich vom Hai gefressen. Okay, doch nicht. Was machen, wenn wir gleich zu groß sind und nicht mehr, fahren können? Was ist dann der Plan? Bauen wir mehr Motoren, oder? Haben wir alles dafür? Ja, Motoren sind nicht so teuer, glaube ich. Truhen brauchen wir auch noch. Ich farm einmal die Bäume, ja? Wenn ihr 6 Motoren habt, dann könnt ihr unendliche Flächen bauen. Stimmt das? 6 Motoren ist Maximum? Ja, dann, also wir haben 6 Motoren. Dann können wir gleich ausprobieren, die Theorie. Also müssen wir gar nicht viel machen, können wir einfach schauen, ob sich das bestätigt. Und wird man pro Motor schneller? Sonst könnten wir jetzt aus Witz einfach mal 70 Motoren. Glaube nicht, dass das funktioniert. Klingt für mich auch ein bisschen nach Ammenmärchen. Ich muss jetzt erstmal hier ein paar Sammelnetze bauen. Tempo ist immer gleich. Okay. Macht er. Der Schwanz. Was brauche ich denn? Ich brauche Seile und Planken. Haben wir genug, oder? Ja. Aber dann baue ich mal erstmal die so viel Einfangdinger, dass wir nichts mehr vorbeifahren. Ja. Weil das ist annoying, wenn ich da sehe, dass da manchmal ein bisschen was daneben fährt. Ich glaube, Einfangdinger ist in beide Richtungen, glaube ich, 32 Netze. Das ist das Maximum, glaube ich.
Ja, wir sehen ja dann, wenn gar nichts mehr daneben geht. Ja. Vor allem, wann weiß man, ob man mittig fährt oder nicht? Das ist halt auch die Frage. Also irgendwie fährt der man immer der mittig, Loot oder? Ja, mittig. Gibt's sonst irgendeine Möglichkeit, schnell zu sein? Weil je schneller wir fahren, desto mehr sammeln wir auch ein. Sonst können wir wenn wir hinten das so groß machen, können wir dann hinten einfach mal so, wenn Motoren nicht geht, 300 Segel platzieren? Geht das? 6 Motoren und 300 Segel? Okay, da schreibt auch jemand bei mir mit den 6 Motoren. Aber ich glaube, schneller werden wir nicht. Okay. Ich habe mir gerade eine Titanaxt gemacht. Ja. Die ist so kacke. Oh. Einmal das Feld abgebaut, sie ist weg für 4. Und das hätte eine Metallaxt auch geschafft. Das darfst du mir doch gar nicht erzählen, hä? Das ist ja mega unbefriedigend. Ja, das Werkzeug ist so stark. Der Haken ist krass. Der Haken ist krass, den können wir machen. Der Titanhaken? Mhm. Ich glaube, fahren wir hier erstmal nichts mehr vorbei. Alter, wie viele Planken habe ich? Halt's Maul. Das Feld mal geerntet, ich zähle mal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stacks Holz waren das. Und. Das ist huge. 100 Bananen. 120, 126 Bananen. Ich würde kurz nur um unsere Netze Metallgitter bauen, damit die nicht abgebaut werden, weil das ist unbefriedigend. Kann ich dafür ein paar Metallgitter aus Schrott brauchst du dafür, ne? Ich brauche Metallbarren, brauche ich dafür. Metallbarren und Schrott. Metallbarren pro Fläche? Ja, einmal unverwundbar machen kostet einen Metallbarren. Aber ich muss das nicht so viel machen. Ich muss eigentlich nur am Rand machen, da wo der, ja, okay, wo der Hai halt angreift. Dann ist gut. Ich habe jetzt 10 Stück gebraucht. Ich schmeiß meine Bananen einmal in die Motoren rein. Ja, der ist so am Knabbern, der Hai, ich hasse ihn. Der knabbert. Da habe ich noch ein bisschen Schiss, ob wir nicht genug Biomasse haben werden. Oh, die Recycler sind lange nicht gelaufen, ne? Was kann der da noch reintun? Hier nochmal Palmenblätter. Muss ich den Bums hier noch wässern? Erstmal selber was trinken. Was? Hier sind alle Dinger leer. Komm aus Sumatra, da sind alle Salzwasserbehälter wieder leer. Welche Salzwasserbehälter? Also, trinken. Ich habe einmal trinken genommen, ja. Aber nicht aufgefüllt. Ich habe einmal getrinken genommen und nicht aufgefüllt, das ist richtig. Ich störe dich. Das war witzig. Ich habe einmal getrunken und nicht aufgefüllt. Das hatten wir nicht einmal, als du nicht da warst. Ja, wir haben 7 Stunden gespielt. Ja, aber es waren, keine Ahnung, 4 Stück leer gerade schon. Also, die waren auch einfach leer. Ich dachte, ihr habt inzwischen irgendeine automatische Wasserfarm oder so, aus der ihr mal nehmen könnt. Aber wieso nimmt ihr da nicht drauf? Ihr könnt doch auch hier auffüllen, oder? Ja, wir haben da aufgefüllt. Achso. Aber das Wasser ist weit weg. Von meiner Plantage. Ich muss wieder rüber sprinten. Okay, sieht das hinten schon mal ganz gut aus wieder? Tiere brauchen auch wieder. Was noch mal das Upgrade?
Kalender? Haben wir einen Kalender? Wissen wir, wie lange wir schon hier auf der Welt sind quasi? Nee, wieso? Boah, keine Ahnung. Wäre witzig zu sehen, oder? Oh shit, ich brauche Nägel. Nägel. Aber ich glaube, wir fahren jetzt da nichts mehr rum. Ich glaube, wir fahren da nichts mehr vorbei. Ich glaube, die Netze sammeln jetzt endgültig alles ein. Das ist schon mal sehr befriedigend. Das ist geil, das ist sehr geil. Ja, der wird echt gut eingesammelt. Holy shit, wie geil. Schauen wir auf. Der Honig ist oben fertig. Den hole ich gleich. Die Recycler, Junge, das ist so insane, die zu betreiben. Die ja, fressen so viel, ne? Das ist unlogisch. Aber lohnt das dann überhaupt? Müssen wir machen, gell? Müssen die, das ist unser einziger Auftrag, die Recycler am Leben zu halten. Insel vor uns, ist das eine große mit dem Händler? Nee. Wir fahren, glaube ich, direkt auf die zu, kriegen wir ein Lenkmanöver hin. Vielleicht. Auf die Insel? Nee, also, ich glaube, wir fahren genau drauf zu, die ist schwach. Da wollen wir nicht hin. Kleine. Feuer. Sollte passen, so glaube ich. Sehr gut gelenkt. Ja, die Recycler am Leben zu lassen, das ist Hardcore, also wirklich. Egal, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir brauchen einfach mehr Alpakas, dann sollte das machbar sein. Okay, wie sieht's hinten aus? Hattest du jetzt genug Holz? Ja, ne? Denke. Das ist ein bisschen tricky zu bauen. Ich baue dir jetzt hier deine Fläche. Mach mal lieber... Oh, ich überlege gerade, was besser ist. Weil ich auch Wasser brauche. Ja. Mach die mal lieber hier die Länge nach hinten mehr. Wie meinst du? Also, du willst jetzt ja breit machen, hier in die Mitte kommen, ne? Ja, das wäre jetzt der Plan gewesen, genau. Ich kann es auch in die Länge machen. Mach mal nur so. Ich weiß nicht genau, wie breit ein Sprinkler ist hier bei den Flächen. Das müsste ich jetzt eigentlich wissen. Na, Bastard, Alter. Der knuspert hier immer mein... Mann, ich bin gleich tot. Der Hai tötet mich. Das ist super schlecht. Die Wasserbatterie tausche ich einmal. Also was denn nun? Mach mal lieber ein bisschen weiter nach hinten noch. Okay, wie breit circa? Ich mach einfach nach hinten dann. Ich mach mal... 2 breit, 3 breit, 4 breit. 4 breit. 4 breit. 4 breit. Okay. Ja, 4 breit und dann nach hinten. Dann kriegst du 4 breit und dann nach hinten. Ich glaube, das ist es. So soll es sein. Steht am Rand dran, steht drauf. Wo steht das drauf? Am Sprinkler? Ich kann mir vorstellen, dass der Honig auch noch ballern kann für Biomasse. Also normaler Honig, Biomasse, yeah. Honig, weißt du? Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Aber ich dachte, das machen wir schon. Nein, wir brauchen ja für Biokraftstoff braucht man Honig und Biomasse. Okay. Aber wenn wir keinen Honig haben, sondern nur Honigwaben und daraus Biomasse machen, könnte das vielleicht auch cool sein. Schon mal den Hammer schnappen und den Stuff hier abbauen. Wie kann man denn Flächen abbauen? Oh, scheiße, vom Schiff gefallen. Oh, das ist ein Hai. So kann ich nicht springen. Oh mein Gott, das war mir richtig. Oh, war das der unnötigste Happen, den er mir abgetrennt hat. Das hat. Ja, also da kann man ja ragen. Scheiße, hat mich einfach gebissen.
Ich mach dir 5 breit, okay? Ist befriedigender. Echt? Wieso? Weiß ich nicht. Obwohl. Nee, wir machen 4 breit. Scheiße gelabert. Witzig, ne? Ich glaube, unsere Bio-Dings, die produziert so gut nach, das geht gar nicht leer. Sieht also zumindest danach aus. Okay. Die sind durchgehend voll, die Teile. Fahren wir gegen die Insel oder können wir außen drum fahren? Oh, die Mechanik gefällt mir. Ich habe eine geile Mechanik gefunden. Eine geile Mechanik, die einen Scheiß auf Physik gibt. Ich kann jetzt einfach, ich muss hier unten gar nicht weiterbauen. Ich kann das einfach so in die Luft bauen und das schwebt dann einfach. Wenn das hält, ist gut. Boah, das wäre krass, Alter. Das wäre auch übel smart, weil dann, wenn du die ganze Zeit so baust, dann müsstest du unten nur eine ganz kleine Fläche aus Metall bauen und der Hai würde nie wieder dein Boot angreifen. Weißt du, was ich meine? Aber nicht, dann würde dann was zusammenbricht oder so eine Kacke. Ja, das wäre dann natürlich Fail. Dann rage ich ja komplett ab. Dann geht das jetzt nicht? Boah, wenn das zusammenbricht, wäre witzig. Füll mal Honig hier nach. Geil. Das ist gerade mega geil, dass ich einfach alles in die Luft bauen kann. Das ist der Oberhammer, Max. Ja? Ich warte, guck dir das gleich mal an. Jetzt noch nicht. Du darfst jetzt noch nicht schauen, aber du musst gleich mal gucken. Dann kommen wir mal wieder zu einer großen Insel. Wir sind auch nie wieder zu einer Bäreninsel gefahren. Ich glaube, da muss man hinlenken. Das kann sein, aber das ist nicht das Problem, glaube ich, so einer Bäreninsel hinzulenken. Würde ich cool finden. Hey, du durftest noch nicht schauen. Ah, okay, du brauchst hier erstmal in die Luft. Ja, es schwebt einfach alles. Das ist cool, wenn das hält, ist cool. Ja. Ich habe jetzt nicht den Grund, warum das kaputt gehen sollte, tatsächlich. Wenn das kaputt geht, sind wir richtig im Arsch. Oder kommt eine Insel? Ja, da ist eine Händlerinsel. Ich mache mich bereit. Stimmt, du brauchst dann auch keinen Kunststoff, das ist ja huge. Okay, das ist sick, davon, weil dann haben wir ja echt viel davon. Insel links müssen wir safe anlegen. Hä? Meine Axt buggt. Ach, ich hab die. Oh mein Gott, ich bin ein kleiner Hundsohn. Sorry. An der anlegen, okay? Ja. Dann steuere ich drauf zu. Super. Und ja, wir brauchen noch 5 Ton für den nächsten Schmelzofen. Oh ja, jetzt geht's richtig los hier. Soll ich dann auch gleich mal mit irgendwie unter Wasser irgendwas suchen? Dann müsstet ihr mich halt kurz ausrüsten, weil ich habe halt nothing, gell? Wenn ich jetzt so ins Wasser gehe, ist wie als würde ich ins Wasser gehen, wenn ich gerade neu anfange. Und das wäre ja super unbefriedigend. Bau dir schnell, wir haben alles da. Paul, du kannst ja alles bauen. Echt? Okay. Ich habe auch noch nichts, aber dann passt das. Hey, warum geht das jetzt nicht hier? Did I make a mistake? So, wie viel recycelt? Wir haben wieder nur 26 Müllwürfel. Kacke, wir haben zu wenig recycelt. Egal. Soll ich den Anker werfen? Anker. Oh. Okay, Romata, dann macht ihr schnell Tauchausrüstung und tauch runter. Und Ton ist gerade das Wichtigste. Mhm. Sonst noch was? Ist sonst noch was wichtig? Brauchen wir sonst noch was von der Insel? Ich mach mich direkt auf die Suche, ob's hier. Ja, genau. Hier, direkt bei mir. Siehst du mich vom Schiff? Ja. Ich hüpfe hier, siehst du mich, ne? Ah, da, ja. Oder ist das eine Ziege? Nee, ist ein Alpaka, geil. Das ist. Zwei Alpaka! Oh mein Gott, nein, oder? Zwei Alpakas, wie geil! Das ist das Beste, was passieren konnte. Scheiße.
Haben wir noch genug Schüsse? Ja. Sind die schwer zu machen? Naja, wir müssen halt diesen Explosionszeug von den Pufferfischen dafür haben. Aber kann ich auch ertraden, wenn wir Recycler sind. Ja, ich habe von den Schüssen ein paar gemacht. Also ich kriege die auf jeden Fall noch geholt hier, die Tiere. Okay, aber klar, wenn ich auch mal daneben schieße, ne, was mal passieren kann, dann... Nein, Jitan, du schießt doch nicht daneben. Sag, Matra, erzähl doch keinen Quatsch jetzt. Ach, Matra, sei ruhig, ja. Du, ne? Ich will ja nichts über deine Schüsse sagen, ja? Was denn? Deine Schüsse sind auch gestern gut daneben gegangen. Ich habe nicht einmal vorgeschossen. Ja, siehst du? Das ist noch viel schlimmer. Warum bist du denn jetzt so auf Konfrontationskurs unterwegs, hä? Hab ich einfach Bock drauf. Geil. Schade. Gut. Was baue ich mir denn Geiles, um jetzt effektiv unter Wasser zu farmen? Mach mal einen Call. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe immer nur das scheiß Boot gebaut. Aber ich habe das Gefühl, Taucherflasche. Okay. Ja, weiter. Ich merke mir das. Taucherflasche. Taucherflossen. Titanhaken. Titanhaken darf ich mir einen machen? Ja. Also normale Sauerstoffflasche und normale Flossen. Mache ich mir. Ich muss einmal ganz kurz jetzt beim Shop mal ganz kurz gucken, wie da was gut ist. So, zwei Alpakas haben wir mehr. Oha. Geil, das ist halt so gut, ne? Tarnhaken. Kannst du jetzt erforschen. Flasche, leere. Boah, die Feldflasche, die wird schon richtig voll gehen. Ich mach erstmal so einen Titanhaken, so ein Leckrennen habe ich mir jetzt gemacht. Okay, ich kann den explosiven Schleim ultra easy kaufen. Wir brauchen halt nur Müllwürfel. Ja, wir müssen halt en masse Wolle produzieren. Wir müssen dringend unser Gehege upgraden. Das wird immer voller. Das wird gleich richtig eskalieren hier. Ja. Gleich haben die alle hängende Hälse, weil hier nichts mehr nachwächst. Ja. Da soll ich jetzt tauchen oder soll ich das Gehege fertig bauen? Also ich muss, ich kann da nicht... Ich baue das Gehege, du musst nur die Gehege, Gehege bauen. Das Gehege ist so wichtig, Rumatra. Ja, die Fläche, also hier reicht, hier steht erstmal genug Fläche, wo du ein Gehege aufbauen kannst einfach. Ja. Du musst halt nur, ja, Zäune bauen. Oh, hier ist noch ein Dodo auf der Insel hier oben. Nein, was? Ein Dodo. Soll ich auch noch holen? Ja, Eier für Bio ist immer gut. Also ich würde sagen, die Eier, die wir jetzt haben, reichen eigentlich. Jetzt noch mehr Dodos wäre too much. Bist du safe? Ja, also hundertprozentig bin ich mir sicher. Und die Eier kann man auch nicht in den Recycler schmeißen, ne? Okay, ja, dann scheiß drauf. Ne, wir kriegen die echt gut bestückt immer, die Dinger hier. Dann ist geil. Scheiße, wo hat der das her? Da. Ich hab wieder richtig viel mitgebracht. Ich sag euch mal, was ich von der Insel geholt habe. Alter, die legen hier so viel Eier. Ich habe von der Insel 15 Metallerz und 12 Titanerz. Zwei Seile und Kunststoff. Haben wir noch Clipper? Ja, bestimmt, oder? Ja, ansonsten Seetang einschmelzen. Ich habe so viel geholt immer. Okay, ja, dann schmelze ich ein bisschen Seetang ein. Wir haben nämlich echt keinen Clipper-Schmibber mehr. Clipper-Schmibber. Ja, so heißt das. Okay, finde ich gut. So, das steht auch geil. Ton brauchen wir dringendst. Nochmal zwei Dirt geholt. Honig ist oben auch fertig. Die Alpakas sind geschert, geil. Wir brauchen eigentlich nur 5 Ton und müssen weiter düsen. Ja, ich. Oder wie macht man den Trockenziegel? Ich gehe jetzt hier gerade tauchen. Ich werde jetzt ordentlich tauchen. Ich werde richtig Ton ranholen. Ja, ich würde jetzt eigentlich auch gerne mal tauchen. Aber ich habe noch keine Wasserflasche. Sauerstoffflasche. Ja, da brauche ich alles Clipper für. Ich habe absolut null Clipper, Jungs. Leider. Wieso haben wir kein. Ja, doch, wir können. Wir haben noch. Wir haben 60. Brennen einfach schnell. Kackhai jetzt wieder hier, ne?
Ah, ich bin nicht willkommen. Bei wem ist der Hai? Keine Ahnung. Sonst... Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ich drehe immer durch, wenn wir stehen. Ich drehe richtig durch. Ja, aber das Problem ist, dass wir jetzt immer mehr Probleme kriegen, wenn wir die Ressourcen nicht haben auf Dauer. Mhm. Ja, ich gehe erstmal ohne Flasche und so tauchen. Wir sind doch nur in Glibber, Digi. Wo? Wir brauchen zum Beispiel haufenweise Ton auch für Essen, weil wenn wir immer fahren und fahren, dann kann ich irgendwann kein Essen mehr nachproduzieren. Na, noch hält das Essen aber ja sehr. Tatsächlich nur in Glibber. Ja, das ist schon sehr zurückgegangen, ne? Sehr lange noch. Ja, wir sind halt auch wieder zu dritt. Ich würde es nicht zu sehr... Ja, ich bin voll Rumatra seiner Meinung. Feldflasche gelernt für uns. Kostet... Oha. Möwe, ne? Wahnsinn. So, Max, wichtige Info für dich, ne? Ja. Auf meinem Hauptkanal ist eine Zusatzkampagne ausgelaufen und wir haben jetzt gesagt, die sollen aufhören mit dieser Zusatzwerbung, ne? Ja. Meine CPM ist um 2 Euro direkt gestiegen. Lol. Die ist jetzt bei statt 3,50 jetzt fast bei 6 Euro mittlerweile. Wie kann das sein? Ja, das ist, wenn du die Werbung wegbuchen lässt von dem Netzwerk für andere Kunden quasi und YouTube die nicht schalten kann. Absurd. Mein Zweitkanal hatte an einem Tag letztens eine CPM von 13 Euro. Ich fass es nicht. Das ist so lächerlich. Und dann auch noch im Sommer. Ja. Krass. Ja, das ist krass. Aber was sagen die denn dazu, dass sie das so verkackt haben? Ach, hier sind überall Pufferfische. Naja gut, die werden da nichts zu sagen, weil die freuen sich halt einfach, dass die ganze Zeit abkassiert haben. Weil von der Werbung kriegen sie ja mehr, als wenn die nur durch YouTube-Einnahmen von mir was abkriegen, ne? Ja. Digga, leck mich, haben wir wieder Alpakas. Wie geil ist das denn? Was brauchen wir? Ton, ne? Ton ist kein Sand. Nee. Ich habe einen Pufferfisch gekillt, das heißt, wir haben wieder Munition auch. Ton, ah, so sieht Ton. Ich bin so krass, ne? Ich kill die sogar mit dem Speer. Das ist echt nicht gut. Wir brauchen 5 Trockenziegel. Ja, ich bin sogar in der Weltrangliste von Raft ziemlich weit oben, habe ich letztens gesehen. Ja, das war krass. Ach, der Hurensohn heilt schon wieder. Kunststoff. Wir haben kein Leder mehr, was haben wir damit gemacht? Jo, mit einem Titanschwert 2 Hits für einen Pufferfisch. Ich hab für einen von euch noch eine coole Flasche, wenn einer möchte. Oh ja. So eine Wasserflasche? Eine richtig gute Flasche. Ich denke, die hab ich mir verdient. Denke ich auch. Dann nimm du City Time. Aber ich kann dann bald noch eine herstellen. Brauch nur 4 Leder. Aber ich bin ein sehr guter Streamer-Kollege und deswegen finde ich es kriegen, damit der gut bauen kann. Nimm sie, ich brauche die Flasche nicht so dringend. Ach doch, du bist dann sau motiviert. Wenn du die jetzt kriegst, dann bist du richtig motiviert. 9 Füllungen, die geht nie leer. Ich bin einfach nur motiviert, wenn wir stehen und ich schön Ton sammeln kann. Mann, hier ist auch auf der einen Seite von der Insel ist gar nichts. Das ist doch scheiße, hä? Oder ist auf der linken Seite, oder was? Ja, vielleicht hast du da schon alles aufgesaugt. Nee, ich bin rechts rumgeschwommen. Ich bin nur auf der rechten Seite. Ja, ich glaube, ich bin auch rechts rumgeschwommen. Jetzt ist natürlich. Ja, dann ist da nichts mehr, weil ich da alles schon eingeschlürft habe, wie ein Wahnsinniger. Das ist schlecht. Das macht mich wahnsinnig, diese Information. 2 Tonnen habe ich noch gefunden. Macht dich das sauer, dass Rumatra genau in die Richtung geschwommen ist, wie ich, und jetzt quasi nichts bringt im Moment? Korrekt, ja. So, Rumatra, das, was du hier oben gebaut hast, sagst du, ist safe, ja? Ja, das ist safe. Anscheinend kannst du sogar dein komplettes Raft schwebend machen. Wenn du nur, du baust quasi unten das würde ich ja gerne mal sehen. Du baust quasi unten nur 2x2 Feld oder so und dann baust du eine Leiter hoch und dann baust du den Rest von deinem Raft einfach weiter oben.
Komplett. Dann wird das aber total abstrakt aussehen, ne? Es würde sehr abstrakt aussehen. Ah, stimmt, und du könntest dann keine. Du könntest keine Sachen sammeln durchs Fahren. Das heißt, du müsstest unten du müsstest eine Linie voll mit Sammlern machen. Ja. Und dann würde der Rest oben schweben, was aber auch cool aussehen würde, finde ich. Aber ja, jetzt ist es eh. Komm her, Hai, komm her. Fick dich, du kleiner Bastard. Wie aggressiv du auf den Hai bist. Ja, der knabbert die ganze Zeit. Kann der mal aufhören, so viel zu knabbern? Wo tue ich das Ton rein? Da bei den Schmelzen, ne? Oh, gib. Nein, wir brauchen direkt Trockenziegel draus machen. Ich hab nur zwei. Dann behalte ich meinen Ton aber jetzt direkt, ey. Oh! Wie haben wir zwei? Oh, was? Ja, eigentlich müsste es... Ja, ich hab... mehr Trockenziegel. Ich hab 11 Ton. Oh, was? Du willst daraus Essen machen? Ja, ich will Schüsseln machen jetzt. Oh. Nein, Mann, das kann nicht sein. Ich will einen Ofen. Also, ich sag mal so, ich bin zu ausgiebigen Verhandlungsgesprächen bereit. Mach mir ein Angebot. Was ist das beste Essen, was du machen kannst? Lasagne. Was kein Ton braucht. Ach so. Das ist doch dumm, wenn wir Ton essen die ganze Zeit. Nee, der kommt ja. Nee, wir essen den Ton nicht. Wir stellen aus dem Ton eine Schüssel her. Ja, aber wir essen die ja quasi mit auf. Das meint man. Das ist ja weg. Wir essen das, dann ist es weg. Ja, ist ja auch gut. Papageien machen das ja auch im echten Leben, dass sie ihre Schnäbel, dass sie diese Steine essen, Mineralien. Und der Ton hat ja auch für uns Mineralien, das ist wichtig. Boah, also Ton essen, das finde ich unendlich unbefriedigend. Hast du schon mal im echten Leben Ton gegessen? Nein. Romata, komm mal her, wo bist du? Bist du hier auf dem Schiff? Ich füll gerade hier Wasser auf, ja. Ja, ich will dir die Dings geben. Hier, ich tue in den Schrank kurz eine Flasche. Oh, geil. Sogar schon gefüllt, Alter. Also bis jetzt bin ich auf jeden Fall noch nicht überzeugt, muss ich sagen. Ey, warum haben wir eigentlich hier in dem Einschrank 20 Wolle? Ich baller die mal in die Recycler, ne? Ja. Oh, das ist aber so letzte Wolle. Da könnten wir theoretisch auch Rüstung herstellen. Das ist unsere Notfallrüstung eigentlich gewesen. Ja, aber jetzt war's das. Jetzt ist sie eh schon mal geschafft. Komplett reingeheatet direkt. Gut, dann das. Weil wenn man in der Luft baut, rein theoretisch könnt ihr ab jetzt alles, was wir an Plastik. Ey, ich dreh hier durch, ich brauche einen zweiten Schmelze. Ich dreh hier wirklich durch. Warum denn? Also ich sehe hier in unserem Schrank das mit den Schalen, das geht schon sehr zurück. Also das Essen ist schon gerade ganz problematisch. Aber was ist denn das beste Essen, wofür man keinen Ton braucht? Ja, gegrilltes Fleisch, ne? Essen haben wir echt eigentlich gut, oder? Ja, wenn ich jetzt alles grillen würde, dann hätten wir mehr als genug zu essen, aber dann habe ich halt nicht diese Bonusbalken, ne, die so geil sind. Und ich habe halt hier auch keinen schönen Grill stehen. Ah, du bist ein Elektrogrill? Beispiel bräuchte ich sowas dann, wenn ich jetzt hier auf Fleisch umsteigen soll. Du kriegst erstmal auch eine, guck mal her. Die Feldflasche ist hier drin. Du willst einen geilen Elektrogrill haben, ja? Und dann essen wir kein Ton mehr. 6 Metallbarren, 6 Titanbarren, okay. Ich baue dir einen Grill, du kannst ihn platzieren. Okay, und wenn er mir gefällt, dann kriegst du meinen Ton. Wenn er mir nicht gefällt, dann kriegst du meinen Ton nicht. Tu den Grill hier rein, nimm ihn dir. Wo ist er? Bin ich blind? Ja, das Raft ist auch so groß und so anfällig irgendwie für den Hai. Du kannst es gar nicht beschützen. Gibst du mir den? Ich finde ihn nicht. Bin ich so scheiße? Ich habe das Gefühl, du willst mich gerade trollen, wenn ich ehrlich bin. Weggeglitscht. Das ist safe von dir ein Troll. Chat, Glitchbug. Ich bringe dir das übelste Vertrauen entgegen und werde jetzt gerade hier wieder getrollt von Trimax. Ist nicht getrollt, ich bin stinksauer. Wir haben gerade 6 Titan und 6 Metall verloren. Wir haben noch nicht mal mehr neues Metall. Das war's. So, das tun wir erstmal hier rein. Reloggen, sagen die Leute. Ich brauche was zu essen. Kann ich trotzdem noch essen? Ja, muss ich ja, ne? Aber kann ich nicht irgendwas essen, was nicht so... Ich hab's immer das Gefühl, diese leckeren Suppen, die sind zu wertvoll. Ja, die sind zu wertvoll. Ich esse ja ungern. Ich sag jetzt, wie es ist. Ich esse die ganze Zeit heimlich meine Bananen.
weil die Schüsseln sind mir irgendwie zu wertvoll. Nein, das ist von dir so gelogen. Du bist so oft an diesen Schrank gegangen und hast dir die Dinger rausgenommen. Ich habe das immer gesehen. Okay, aber wenn ich über die Insel renne, dann esse ich alle Ananas und Melonen, die ich finde, damit ich die Schüsseln spare. Du versuchst nur Gründe zu finden, dass ich dir jetzt irgendwie meinen Ton gebe. Ja, das wäre schon klasse. Also ohne irgendeinen Ersatzdings hier, Grill oder so, kann ich sowieso nicht arbeiten. Ist ein Problem, ne? Ja, ich weiß. Das ist ja klar, ey. Aber ich kann auch die Drecksscheiße nicht schneller brennen, weil wir verfickt nur einen Drecksscheißofen haben. Hä, du kannst immer noch die normalen Öfen da benutzen. Okay, bauen wir mir jetzt einen Elektrogrill oder was? Ja, wir haben kein Metall. Wir haben kein Metall. Hey, ich hab doch hier 7 Stück, hab ich rangeholt. Sauber, wo kommt die her? Wo hast du die hingetan? Ich hab die hier im Inventar, ich pack die jetzt hier rein. In die Schmelze. Okay, ach so, das muss erstmal brennen, okay. Er steht. Ach du Scheiße, er steht hier! Du bist der losteste Mensch in meinem ganzen Leben, den ich gesehen habe. Du bist so los. Der steht seit 10 Minuten da, der Grill. Du bist 20 Mal an dem vorbeigelaufen. Holy shit, wie kann man so lost sein? Der steht da 10 Minuten und du suchst ihn. Du hast ihn einfach hingestellt. Keiner im Chat, ja, ich hab ihn einfach dahingestellt. Du hast 10.000 Mal an dem Ding vorbeigelaufen. Das ist bodenlos. Und such den Grill. Darauf seile ich erstmal einen ab in deiner Küche, G-Time. Sei ehrlich, Rumata, das ist doch schon sausmart gewesen, ja. Oder nicht? Ich fasse es nicht. Okay, und weil das ist nicht einfach nur ein Grill, du kriegst auch unsere allererste verbesserte, fortgeschrittene Batterie. Okay, dann kriegst du meinen Ton, wenn ich die kriege. Ich will sehen, wie sie aussieht. Alter, das ist eine Riesenbatterie. Okay, hier. Sag mal. 12 Ton. Oh, ein Dream. Wirklich. Boah, jetzt will ich hier drauflegen, aber. Leg mal was drauf, zeig mal, wie das aussieht. Oh. So okay, viel davon brauche ich. Ey, davon will ich noch 2 weitere später haben. Ja, kriegst du. Wenn wir fahren, kriegst du das. Oha. Junge, das ist ja ein geiles Teil. Vor allem, die Sachen können ja nicht verbrennen, oder? Nee. Und vor allen Dingen mit der Batterie wird das ewig halten. Okay, wir müssen direkt weiterfahren, ne? Ja. Wir müssen recyceln. Ihr kriegt alles, ihr kriegt unendlich Titan und Metallerz, wenn die Recycler laufen. Boah, wir haben auch richtig gut Honig, ne? Den kriegen wir gut nachproduziert. Ja, das ist auch geil. So, jetzt kommt doch hier was. Jetzt kommt doch hier langsam mal was in Fahrt. Recycler, Rumatra, kannst du die Alpakas einmal scheren? Ja. Und dann das in die Wolle da reinpacken, dann siehst du, wie stark das ist. Siehst du? Wo führt denn hier die Wasserpumpe hin? Das verstehe ich nicht. Noch nicht, das ist nicht richtig. Ah, die ist nicht richtig, okay, alles gut. Oh, hier sind ganz viele Eier auch. Ich nehme jetzt die Schere. Oh, ich nehme jetzt die Schere und schere die alle mal, ne? Stabiler Holzzaun. Es gibt einen geileren Holzzaun, aber der kostet mehr. Aber dafür sieht er besser aus. Aber mach den. Dass das die Treppe nicht in der Mitte ist, irgendwie ein bisschen. Ist das okay? Und die Wolle können wir recyceln. Ja, die Wolle ist ja insane. Du kannst da 100 Palmenblätter reintun. Oder halt irgendwie 3 Wolle, das ist krank. Oh. Ey, das ist ja übelst heftig, wie das hier abgeht. Ja, da will ich auch das bessere Tor bauen. Dann brauche ich 3-mal Nagel. Also ich würde sagen, wir sind sehr OP. Ja, hi, beißt da was? Ist die schon gesaved? Nicht, dass dann dass der Bolze wegbricht und dann bricht alles zusammen und alles, dann war es das mit Raft, ne? Bist du dann raus?
Ja, ja, also wenn alles da oben wegbricht, bin ich raus. Da steht Umatra! Das wäre aber auch eine witzige Sache, dass wir 7 Stunden alleine spielen. Da kommt Romato für eine halbe Stunde dazu, baut was, dass wir beide Rage quitten, verbraucht nicht mehr unsere ganzen Ressourcen. Ich sag dir, diese Folge würde, glaube ich, komplett viral gehen. Ja, ja. Aber haben wir noch Metall? Einfach vorbei. Nee, gell? Doch, hier sind noch 10 Metall drin, ganz oben. Ich weiß nicht, warum die da oben sind, das ist eigentlich falsch. Ja, weil dann würde ich damit kurz einfach den Scheiß saven gehen, ne? Also ich habe Metall eingeschmolzen und hier war gerade einiges in der Kiste. Ich habe gerade ein bisschen was genommen von dem Metall. Ich brauche Nägel. Ich habe noch 9 im Inventar gerade. Ich bin die ganze Zeit am Brennen da hinten am Ofen. Aber es müsste auch noch was in den Öfen, glaube ich, sein. Fahren wir in die richtige Richtung? Sammeln wir Sachen ein? Du hast das jetzt 5 breit gemacht, ne? 4. Nee. Doch 4. 4 breit. 2, 3, 4. Mach mal 5. Ja, okay. Erster Kobalt 4, ne? Ach so. Ich kann aber auch 5 machen. Ja, mach 5, sieht cooler aus, glaube ich, oder? Ja, wie du magst. Ah, ich muss ja nicht überall Wiese hinpacken. Ich muss ja nicht überall Wiese hinpacken. Ja, okay, mach ich 5. Oh, der verbessert den Tierzaun. Ob das auf entspannt geht. Ich glaube, das geht sogar auf entspannt. Ich kann hier einfach überall was ranhängen. Der verbesserte Tierzaun sieht auf jeden Fall verbessert aus. Ja, der sieht geil aus. Der Grill frisst gut Batterie, also der braucht mindestens eine mittlere, sonst wird's echt eklig. Ja, ist ja free. Die Windmühlen laufen ja rund um die Uhr, die können wir ja... Das ist kein Problem. Ja. Du bräuchst halt 2, ne? Ja, wir müssen halt echt vor allem auf die besseren Batterien nach und nach umsteigen. Ja, wir brauchen echt unendlich viel Titan. Wo ist der Wasserdings? Habe ich gerade eingepackt, den. Okay, dann muss ich mir Wasser aus den Dings klauen. Ich platzieren gleich. Oh, ist das befriedigend, hier durch die Fangnetze zu laufen. Ist es, ne? Das habe ich ja ganz selten gemacht irgendwie im ersten Playthrough. Ja. Aber das ist ja unglaublich geil. Wo durchzulaufen? Ja, durch diese Fangnetze. Alter, du hast nach rechts breiter gemacht, du Schwanz. Hä? Oh, was? Wie konntest du das nicht checken? Also jetzt mal, komm mal hoch hier. Also jetzt mal wirklich. Ich sage, ich will es 5 machen, damit es schön mittig ist. Ich tue das Tor hier hin und mach sogar den Zaun hier nicht zu Ende. Und du verlängerst das Ding nach rechts? Das glaube ich dir nicht. Hey, ich dachte, du willst nicht, dass der Zaun direkt am Rand steht. So habe ich das interpretiert. Ich dachte, du willst nicht, dass der Zaun direkt am Rand steht. Also das ist ja... Oh nee, oder? Das ist ja unglücklich jetzt gelaufen. Ja komm, dann machen wir links. Dann hast du es jetzt, kriegst du einfach 6 breit. Ich habe zum Glück noch nicht so viel verbaut gehabt. Gut. Oh, erstes Problem. Habe ich Essen dabei? Ja, klar, gut. Wo ich die Batterien hier rausgenommen gerade? Achso, die waren den Geräten drin. Was denn? Der macht Geräusche, wenn er auf uns zugeht. Ist doch geil. Boah, mit dem Grill kann ich jetzt so geil wieder Essen produzieren. Wenn ich noch 2 weitere hätte, das wäre so geil. Ja, das kriegen wir hin. Wir müssen nur ein bisschen fahren und bei den großen Inseln anhalten. Und nee, die Recycler müssen die ganze Zeit laufen. Was ja, ich bin die ja schon gut am Bestücken die ganze Zeit. Wartet mal ganz kurz. Die Vogelnester, ne? Die kann man ja unendlich bauen. Die brauchen nur eine abgelegene Platte, dann kommen da Möwen und dann sind da die ganze Zeit Federn. Die können wir auch in den Recycler schmeißen. Wir müssen keine Planken reingeben, keinen Biostoff, keine Futter oder irgendwas. Das macht einfach unendlich Federn. Ja. Ist das so? Ja, lass irgendwo eine Nestfarm machen. Das einzige Schwierige bei Vogelnestern sind Riesenmuscheln braucht man für das Teil. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, oder? Das ist kein Problem, aber da kommt auch nicht so viel dazu tatsächlich, ne? Bei den Vogelnestern. Oder hat die gerade wer ausgesaugt? Nee, die haben noch nie funktioniert. Das ist zu dicht dran am Geschehen. Die müssen abgelegener sein. Die brauchen mehr Ruhe. Oh, er sagt das doch gleich. Ich habe richtig Lust, weil dieses Raft ist eh hässlich, okay? Das heißt, ja. Ich baue es jetzt einfach nur noch funktional. Weißt du, was ich meine? Ich baue jetzt einfach hier 5 in die Luft und dann wieder, keine Ahnung. Nee, kann auch flach sein. Du verlängere einfach nach hinten. Mach jetzt keinen unnötigen Scheiß. Ja, ja. Nichts Unnötiges machen. Mano. Okay, das steht erstmal.
Hat die Insel einen Händler? Nee, ne, die hat keinen Händler. Ich habe Major Tom aufgesammelt. Ich stelle ihn wieder hin. Major Tom? Ja, kennst du ihn? Nee. So. Der macht, Ja? Der ist doch Raumfahrer. Ach, den Major Tom meinst du? Ja. Den haben wir tatsächlich. Die müssen einfach nur abgelegen sein, die Vogelnester, oder was? Wie ja. Abgelegen? Ja, mach mal. Wir wollen ja eh alles nach hinten verlängern. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie die linke Außenseite. Verlänger die linke Außenseite mal 20 nach hinten, einfach geradeaus und zack. Ja, erstens so zack, schnell ist es nicht gemacht. Und zweitens würde ich das alles hier oben tatsächlich auf der zweiten Ebene machen. Weil hier oben kostet es nur Holz und kein... hier oben kostet es nur Holz und kein Plastik und es ist nicht vom Hai angreifbar. Weißt du, was ich meine? Okay. Alles, was ich hier alle Scheren im Inventar. Ne, ich habe eine Schere im Inventar, die ist aber ich fast kaputt. Ich habe eine Schere im Inventar, die benutze ich immer für die Alpakas. Ihr seid solche oder? Diebe. Habe ich hier eine Schere? Nee. Hab keine Schere. Fehlinformation. Kann die Tiere nicht scheren. Aber ich habe die gerade schon geschert. Wie oft kann man die denn scheren? Super ja, die oft. Haben ja schon wieder Fell. Oha. Ja, dann komme ich... Aber meine Schere ist eh gleich kaputt. Also ich kann jetzt hier noch ein, zwei Mal scheren und dann ist es hinüber. Boah, wir müssen sehr, ganz dringend das Gehege vergrößern. Ja, ja, ich bin dran. Es backt ein bisschen, ne. Wir müssen halt die Recycler im Laufen halten. Das sieht ein bisschen kacke aus hier. Ich finde es auch gut, dass das Wasser immer so ein bisschen aufs Boot läuft. Dann geht das auf den Grill und dann sind die schon ein bisschen gesalzen, unsere Fleischstücke hier. Schön mit feinem Meersalz. Bisschen Plastikpartikel noch dabei. Das sieht doch super aus. Ich muss sie einfach nur ab vom Geschehen bauen. Okay, okay, okay. Müllwürfel haben wir, aber da muss noch mehr gehen. Arg? Nee, ich schwöre, das Einfachste ist, wenn ich einfach oben drüber eine Etage mache mit Dingens. Das geht auch am schnellsten. Wie kann man denn Flächen wieder entfernen, Rumatra? Mit der Axt einfach abbauen. Mit einer Axt? Einfach abbauen, dann kriegst du... Also, mit der Axt. Dann kriegst du es auch wieder zurück. Oder du kriegst, glaube ich, 80% oder 70% oder so zurück. Oh, ich lass das mal hier erstmal. Nee, ab vom Geschehen. Scheiße. Eine Mammutaufgabe, die ich hier bekommen habe. Wieso? Ich soll Vogelnester platzieren. Wir haben ja oben noch ein paar gehabt, ne? Ja, die habe ich genommen und die platziere ich jetzt aber gleich irgendwo. So, jetzt brauche ich den Wasserapparat. Haben wir da. Gut. Ey, Rumatra! Ja, was denn? Du kannst bei Corekeeper jetzt Server machen, ne? Das ist geil. Dann läuft das die ganze Zeit auch, oder was? Ja, ich hab mir schon überlegt, vielleicht kann man jetzt vollautomatisch Farmen endlich bauen dadurch. Oh, weil immer alles immer rendert und läuft, genau, oder was? Genau, je nachdem. Also ich weiß es nicht, ne? Müsste man ausprobieren oder nachlesen. Müsste man ausprobieren. Rumatra, ich brauch dich einmal. Ja, ich bin hier am Verweitern. Was willst du? Ich brauch dich einmal hier. Mehr eine Sekunde. Ey, wir sind auf eine Insel aufgefahren, oder? Nee. Doch, kacke. Oder kommen wir vorbei? Ja. Mann, sieht unser Raft scheiße aus. Das ist so geil. Ei, elektrische Schmelzen haben wir jetzt. Ja, ja, das ist geil. Und dann kriegst du gleich noch einen Grill. Ja, Max, was darf sein? Wie kann ich dir helfen? Ich brauch meinen Wassertank und da muss ich die Leiter nach oben. Oh, haben wir keinen Kunststoff mehr? Boah, ich find's so schade, Rumatra hat hier sich so viel Mühe am Anfang gegeben mit dem Raft. Ey, ich ja, sag, das wird noch geil, das wird noch nein, geil. Nein. Das also ich hab im Internet nicht. Bilder gesehen von Rafts, die sahen so heftig aus. Ja, aber das... Ey, was machst du da, Max? Alarm! Hier kommt das hin. Den musst du mir jetzt ultra heftig... Oder? Muss er noch einmal nach links? Den musst du mir jetzt ultra hardcore sichern.
dass der auf gar keinen Fall weggefressen wird. Da brauche ich eigentlich nur 2 Metall dafür. Wir haben keine Planken. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Sind wir auf der richtigen Loot-Route? Warum wird hier alles so weggeballert, ey? Hatten wir nicht mal so einen richtigen Ressourcenüberfluss? Ja, aber diese Fläche da oben zu bauen, frisst halt. Und wenn Max, also ich benutze den schönen Boden, Max benutzt die schönen Wände und dann kostet das gleich alles doppelt so viel. Das ist schlecht. Ich soll das jetzt sichern, was du da hinten hingestellt hast. Ja, der Hai beißt schon. Du hast es gerade hingestellt, der schnappt. Ey, das verstehe ich nicht. Wieso? Wir bauen doch schon den stärkeren Boden und der schnappt. Der beißt da zweimal rein, es ist Gorn, Alter. Das verstehe ich nicht. Den haben wir den Metallboden oder was? Nee, den normalen Boden. Also den schönen Boden. Nee, also das Ding ist. Also, um dir das Prinzip mal zu erklären, Trimax erwartet, dass du das alles herzauberst, Rumatra. Ach so. Der will die geilen Sachen haben, aber er will auch nicht anhalten, um die Ressourcen für die geilen Sachen zu farmen. Wir könnten jedes Mal eine Insel, 15, wir haben ja jeder Insel 15 Metallerz. Ich weiß nicht, was smarter ist. Ja, aber das Ding ist, wir kriegen ja dieses Metallerz irgendwie nicht und das dauert immer ewig, bis wir eine Insel haben. Eine Theorie kriegt... Ey, Max, kannst du das woanders hinstellen, bitte? Wo was denn? Ja, das, was du da hingestellt hast. Kannst du das nicht irgendwo hinstellen, wo schon verstärkt ist? Das ist so unnötig Ressourcen. Das kostet einfach nur unnötig Ressourcen. Nee, es muss da hin. Was brauchst wieso? Du denn? Sag mal schnell. Wieso muss es da hin? Ich brauche Metallbarren. Ich kann dir erklären, warte, Rumatra, ich erkläre dir, warum der das hier haben will. Weil hier werden Rohre hochgehen und dann werden hier die Felder, also diese Grasfelder, vollautomatisiert bewässert nachher. Ja, aber wieso, warte, wieso... Komm her, vier Metallbarren in der Kiste, schnell rennen. Ja, aber wieso können wir es nicht so, wieso können wir das Ding nicht einfach hier hinstellen? Hier in der Kiste. Wieso können wir es nicht hier hinstellen? Das sind eher Rohre, die man bauen müsste. Das wäre schon wichtig, ich muss davon ganz viele bauen, Rumatra. Schnell wieder zurück. Dann bau erstmal nur Holz außenrum. Ich habe dir 4 Metallbarren hier hingelegt, in die Kiste. Okay, ja, okay, aber dann... Und du musst davon viele bauen, oder was? Ja. Boah. Tiere sind das A und O. Also wir haben unendlich Bio durch Dodos und unendlich Recycling. Das hast du, glaube ich, noch nicht verstanden. Wenn wir recyceln, haben wir unendlich Metallbarren und Titanbarren. Ja, aber du hast doch nicht einmal Metallbarren jetzt rangeholt mit deiner Methode, seitdem wir spielen. Und wir spielen schon seit einer Stunde. Also fahren wir wieder in Windrichtung. Ich guck jetzt mal nach. Ich vertraue euch irgendwie nicht. Auch kein Loot so richtig. Klar. Wo hast du die Metallbarren rein? Oh, du Schwanz. In welche Kiste? Du hast gesagt, ich habe sie hier in die Kiste getan. Ja, ich stand direkt neben dir. Ich habe immer wieder gesagt, sprinte. Hier, in der Kiste hier. Extra in die dichteste Kiste. Oh. So, jetzt muss ich noch einen Sprinkler bauen. Hoffentlich haben wir. Wir gehen echt alle mit Ressourcen. Wir fahren überhaupt nicht in Windrichtung. Sprinkler. Also selten sind wir so wenig in Windrichtung gefahren. Deswegen kommen wir auch zu keiner Insel. Ist nicht meine Schuld. Ich kann nicht lenken, das wisst ihr. Ich mache in Windrichtung. Wieso müssen wir in Windrichtung fahren? Hier kommen doch haufenweise Sachen. Ja, aber keine Insel. Die Inseln kommen nicht. Naja, das ist ja random, wo die Inseln kommen. Nee. Die Inseln kommen immer in Windrichtung. Ja, hab ich vergessen. Im echten Leben ist das ja auch so. Dass immer nur nee, da ist das nicht so. Da ist das komplett kacke. So, und dann haben wir noch Wassertanks. Wofür brauchen wir einen Wassertank? Jetzt fahren wir in die Richtung. Ey, man kann die Tiere schlachten. Nein, na, echt? Laber keinen. Ja, man kann die schlachten. Ich habe mein Tier eben aus Spaß geschlagen. Hä, und dann? Hier ist Blut gespritzt und das hat geschrien. Oh. Ist doch schlecht. Alter, Digga, ich bin in unserem Drecksfangnetz drin und komme hier nicht weg. Und der Hai ist so kacke. Wenn der mir jetzt wieder beißt, gehe ich auf dem Schiff. Oh. Ich bin dafür, dass wir eine Schlachterei noch bauen. Nehme ich ja. Ich kann nicht fassen, dass wir die ganze Zeit fahren und dass wir keine Probleme haben mit Fahren. Ja, wir haben halt die Dodo-Eier und unendlich Honig, ne? Den nur nie jemand nachfüllt, außer mir. Das ist echt super gut, das rechne ich dir übelst hoch an. Ich habe schon 3-mal kontrolliert, du bist immer nachgefüllt. Ja, irgendwer muss es ja machen, wenn ihr das nicht macht, ne? Wollen wir mal auf eine große Insel zufahren einfach und da mal richtig schön alles wegsaugen. Soll ich uns mal zu der Bäreninsel fahren? Und da saugen wir da richtig alles auf, was um die Insel drumherum ist und alles. Das können wir machen. Also,
du kannst schön saugen, weil du hast da ja eh mehr Erfahrung als ich drinne, Rumatra. Und ich werde hier schön weiter grillen. Okay, das ist gut. Balboa Island, wie heißt denn die Island nochmal, bei der es die Bären gibt? War das Balboa? Ich glaube ja. Die dicke Batterie ist jetzt erst leer nach dauerhaftem Betrieb. Das ist krass. 8, 7, 8, 7, 8. Jetzt lasse ich die schön 7, auffüllen hier wieder. 8. Ja, von den dicken Batterien brauchen wir mehr. Die Recycler gehen ja auch immer alle. Nee, wir fahren jetzt mal zur Bäreninsel. Das ist gut. Kann ich. Okay, jetzt lassen wir auf. Mach jetzt hier so das Essensding voll. Geil. Kann ich die Pumpe haben? Dann haben wir einen Wassertank oben und den Wassertank mache ich an den Sprinkler. Ich hab das keine Ahnung. Müsste gehen. Ja, ich frage auch ein bisschen Chat, aber ja. Ganz gut. Bolzen und Leiterplatte. Kupferbarren und den Schleim. Ich kann auch Kupferbarren und den Schleim und den Explosivschleim. Ich kann alles kaufen. Wir brauchen nur Recycling. Wir müssen mehr Recycling. Wollen wir Rumatra zum Recycling-Beauftragten machen? Ja, dann bin ich aber quasi dann der. Der Dingensbeauftragte, oder? Ich müsste dann immer. Also, ich müsste dann immer scheren. Dann bin ich quasi der Tierbeauftragte. Oder nicht? Auch. Also, man kann auch Palmblätter reinschmeißen, ne? Was haben wir denn sonst noch auf? Was sammeln wir auf, was wir nicht brauchen? Planken brauchen wir, Kunststoff brauchen wir. Kunststoff brauchen wir eigentlich nicht mehr, wenn wir alles in die Luft bauen. Wenn wir alle Blätter, alle Seile und alles Kunststoff da reinschmeißen, dann müssten wir doch mal ein bisschen Würfel zusammenkriegen, oder nicht? Ich hab da letztens erst wieder 12 Rolle reingetan oder so, da muss doch auch was rausgekommen sein. Ja, Problem ist, dass wir nicht mal mehr Metall haben, um Scheren zu machen. Ja, richtig. Um die Wolle, die wir da reinstecken wollen, zu reproduzieren. Wieso kommen wir, also in der Kette ist das Problem, dass das Metall nicht reinkommt und das ist ja dein Part, Trimax. Ja, wir kommen, und euer Part ist, mich zur Insel zu fahren, tun wir nicht. So, ich versuche jetzt den Sprinkler zu bauen. Leider. Der hat noch echt richtig viel zu bauen einfach, ne? Ich verballer mal ein bisschen Kunststoff, weil wir brauchen keinen Kunststoff mehr eigentlich. Ich habe auch viel zu viel davon im Inventar. Aber nicht. Ja, okay, aber nicht alles. Lass mal noch 40 da, ne? Ja, nee, ich lasse mal 80 da oder so, aber ich habe halt irgendwie 120 im Inventar einfach. Ist hier ein Sprinkler gut? Ja. Wir müssen auch noch diesen Totem hier oben fertig bauen. Ja, aber das schaffen wir ja nicht. Da gibt's ein Easter Egg. Was passiert, was meinst du mit fertig bauen? Ja, du kriegst, wenn du alle 5 komischen Köpfe da übereinander bei dem Totem platzierst, kriegst du was Besonderes. Ah. Ist das besondere, extreme Vollautomatisation von allen Sachen, die wir haben? Weiß es nicht, keine Ahnung, was das ist. Die Leute meinten aber auf jeden Fall, da gibt's was. Schneller rennen, wir haben so ein riesen Boot, Alter, holy shit. Ja. Das sieht echt scheiße aus. Aber ich fühl's sehr, es ist sehr, sehr funktional. Ja, es ist nur funktional eigentlich. Aber ist geil. Wenn wir das jetzt so weitermachen, dann sieht's dann auch in ein, zwei Tagen sieht's dann auch wieder krass aus, einfach weil es so funktional ist. Weißt du, was ich meine? Korrekt. Aber wir haben gerade ein bisschen den Zenit überschritten.
Nächste Satisfactory Session, Rumatra, werden wir unseren Schönheitsbau durchsetzen. Ja, sowieso. Alter, nächste Satisfactory Session wird richtig schön gebaut. Haben wir Zeit, ja. Weil dann können wir auch mal... Ich will auch, was ich Bock hätte, wäre so einen richtigen Bahnhof zu bauen, den schön. Weißt du, was ich meine? Oder... Oh ja, jetzt hör auf zu reden oder von sowas. Spiel. Ja, stimmt. Warte mal, rede mal mit anderen Spielen. Ja, nur weil es so geil ist, kann ich ja nichts für. Stimmt auch wiederum. So, dann sind wir denn mal bei der Balboa-Insel. What the fuck? Fuck, Mann. 1000 Meter. Also links, links ist eine riesige Insel. Das sieht sogar nach einer Bäreninsel aus. Ja, da können wir auch anhalten. Das sieht aus, als wenn da Fichtenbäume sind. Da können wir sogar Bienen holen, Rumatra. Ja, aber, lass aber bitte wirklich den Trick machen, dass wir weiter weg anhalten und dann rüberschwimmen kurz. Weil wirklich der Hai verfolgt einen nicht, wenn man weg vom Boot geht. Macht der wirklich nicht. Und dann haben wir mit dem einfach kein Problem und können alles easy farmen. Ja, das ist, glaube ich, eine Bäreninsel. Und da oben ist auch direkt ein Shop, guck mal. Also jetzt will ich hier Metall und Titanerz in Hülle und Fülle sehen. Ja, das ist gut. Dann halte ich jetzt an und wir schwimmen darüber, okay? Ja. So weit schwimmen? Dann verfolgt uns der scheiß Hai halt nicht, ne? Ist halt entspannt eigentlich. Wenn wir keine Probleme mit dem Hai haben. Ist. Also ihr könnt ja da rüber gehen. Ich muss jetzt hier die ganze Zeit braten. Ich bin ja... Ich werde da jetzt rüber schwimmen, ja. Ich lasse aber kurz meine Planken da und alles, damit ich da richtig saugen kann. Mach das, saug da mal so richtig. Ich werde da so richtig durchsaugen, Mann. Finde ich geil. Selten wurde jemand so ausgesaugt wie diese Insel. Wieso lachst du da so dreckig? Ich find's einfach geil. Ich find's auch geil, wie Max einfach gar nichts sagt, weil ihm das wahrscheinlich sau unangenehm ist. Ich war volle Konzentration, habe ich nicht gehört. Rumatra, davon redet, wie er hier was aussaugt, volle Kanne. Ja, ich werde ihn so aussaugen, die Insel. Was baust du immer für die Luft hier? Stabiler Holzboden? Ich baue stabiler Holzboden. Nee, kann man einfach so... Nee, du musst vorher einmal, drück mal, nimm deinen Hammer in die Hand. Ja. Rechtsklick, das dritte von oben, das zweite von rechts. So ein Ding musst du immer bauen und dann kannst du alles in die Luft bauen. Du baust einen so ein gerades Teil. Hör, wieso kannst du es doch in die Luft bauen? Ach nee, hast du nicht. Ich schaff's nicht. Ich zeig's dir mal. Bau mal hier so rum. Nee, mach mal. Bau mal hier einmal so. Weißt du, dass ich sozusagen von vorne rein auf den Wassertank gucken kann? Einmal so. Du willst von vorne auf den Wassertank gucken? Einmal so rumbauen, weißt du? Ich hab grad alles aus meinem Inventar gelegt. Hast du mir Holz und Metall? Oder Holz und Schrott? Wenn du Holz und Schrott hast, mach ich das schnell. Holz und Schrott. Ja, top. So, du musst quasi so ein Ding hier bauen. So. Mhm. Und dann baust du das hier dran. Okay, bau einmal rum. So komplett rum? So rum, wie ich jetzt hier mache gerade. Ja, genau. Jetzt einfach noch, genau. Okay, cool. Und dann kannst du hier so ein längliches nehmen und das so ranbauen. Ja. Und dann. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist echt alles sehr holzintensiv. Fast. Ja, okay. Aber reicht das erstmal? Was steht denn da? Out. In? In ist richtig und aus Out muss es raus, nehme ich mal an. Ah, der Tank ist voll. Okay, ich sehe es gerade. Der Tank ist voll getankt. Oh ja, da kann ich auch meine Wasserflasche voll machen. Ich kann jetzt auch unsere Wasserflasche voll machen. Das wird eine coole Zeitaufgabe. Okay, dann gehe ich schnell zum Händler, ja? Ich werde jetzt die Insel leer looten. Ja, geht los. Eure Zeit hat bereits begonnen. Der Küchenchef ist in der Küche weiterhin aktiv. Gut. Ich hänge auch ein bisschen Knoblauch auf, damit hier keine Vampire in meine Küche kommen. Gut, das ist auch smart. Oh, eine neue Schaufel. Wo kriegen wir die denn jetzt? Haben wir noch Metall für eine Schaufel? Schaufel hergestellt, okay. Der Hai ist auch tatsächlich tot. Hast du ihn gekillt?
Nimm den schön aus immer, ne? Das ganze Haifleisch, das brauchen wir alles. Oh ja, sorry, habe ich es vergessen. Ich gehe ihn nochmal ausnehmen. Das sind richtig viel Fleisch, die ich da machen kann mit. Ein rohes Haifleisch. Erstmal 40 Würfel, okay, das ist geil. Das kann sehr 40 sein. Würfel haben wir. Sind wir jetzt schon bei der Insel? Hä, was ist das? Ja, ich bin rübergeschwommen. Ja, geschwommen. Da, schwimm doch dahin. So weit? Ja, 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 dann kommt der Hai nicht hinterher. Das ist worth, bitte. Ein Metallerz, ja, zwei Metallerz. Und der Hai ist gerade tot. Also wenn du jetzt rüber schwimmen willst, dann jetzt. Okay, ich schwimme. Hier ist aber okay, auch der Aufstieg zur Insel, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Brauchen wir Sand noch? Ja. Alles mitnehmen. Okay, aber Steine nehme ich nicht mit, weil auf Steine habe ich irgendwie gar keinen Bock. Nee, Steine gar keinen Turn auf Steine. Steine auf keinsten. Ton, Ton, Ton. Ach, ich habe keinen Pfeil und Bogen. Du hast jetzt 40 von diesen Würfeln. Was ist, wenn mich ein Bär verfolgt und ich keinen Pfeil und Bogen habe? Kann ich vor denen wegrennen? Wahrscheinlich. Oh, da sind Bienen. Geil. Okay, hier brauchen wir Bienen. Nice. Hey, wieso ist denn so wenig an den Inseln dran? Ich schwimme einmal komplett rum um die Insel, es ist alles leer. Es ist wie, als wäre da nichts gerendert irgendwie. Hä? Na gut, das ist auch keine. Ich weiß nicht, ob die für Metall zuständig ist. Irgendwie. So, ich habe jetzt erstmal hier, zack. Titanerz, bumm, 15. Zack, Metallerz, bumm, 15. Das ist schon mal gut. Das ist bei jeder Insel und äußerst chillig. Bauplan, Detailplanke. Wieso kann man das lernen? Wieso Rang 3? Ist das stark? Was ist Detailplanke? Was ist. Was weiß ich nicht. Wie sieht's denn aus? Nach was sieht's denn aus? Kann man auch nicht sehen, ist nur ein Bauplan. Achso. Detailplanke heißt das Ding. Unnötig. Ist nur Optik. Okay. Nur optisch, dann lassen wir das erstmal weg. Dann müssen wir gucken, was wir jetzt brauchen. Das ist unnötig, okay. Kupfer, explosiver Schleim kann ich noch kaufen. Rezept, deftiger Eintopf. Ein mysteriöser Eintopf, der dich einmal dem Tod entkommen lässt. Hey. Ganz schön OP. Was denn hier? Hab ich auch noch nie gesehen. Nee, den werde ich aber nicht machen. Opfer, okay. Mit sowas spielen wir nicht. Du meinst mit so Teufelszeug? Ja, das ist viel zu overpowered. Das weiß ich auch nicht, warum. Witzige Ananas-Erdbeere, Rezept. Rezept Lachssalat, rote Beete, Schuss. Deluxe-Wels. Deluxe-Wels lässt sich schneller laufen. Ja, ich bin dafür, einmal alle Rezepte mir zu kaufen, aber... Klingt auch nach Zauberei tatsächlich, dass du dich erlauben musst. Und du musst jetzt jede Menge Metall und Titan ranbringen, da? Hab ich schon von beiden voll. Okay. 15 wieder. Haben wir genügend Würfel dafür hergestellt bekommen? Ja, 15, das war gut. Das war sehr gut sogar. Aber ich wollte jetzt auch neue Köder, glaube ich, kaufen. Aber ich war jetzt auch gerade einmal an der Insel hier und bin einmal rumgefarmt und habe auch einfach 10 Metallerz. Also ich glaube, wir sollten das Metallerz vielleicht einfach nicht kaufen, sondern farmen und das Titanerz kaufen. Das ja, ist das Maximum. 15, kannst du pro Insel 15 Titanerz, 15 Metallerz. Ja, aber ich sehe ja die Inseln, also wenn du willst, kann ich da sofort hinsteuern zur nächsten, wo du wieder Geld ausgeben kannst. Ja, okay, das ist gut. Also ich bin sicher, deine Müllwürfe sind da von einer Sekunde weg, wenn wir wollen. Tja, was sagst du dazu, Trimax? Deine Müllwürfel, ne? Die sind halt einfach nicht so geil im Moment. Die sind schon sehr, sehr, sehr stark. Wir haben noch nicht genug. Wir brauchen mehr Alpakas. Dann brauchen wir eine größere Fläche. Ich komme wieder zurück, ja? Also die Fläche ist doch groß genug. Du musst da jetzt erstmal... Ja. Also ich muss da anfangen zu bauen. Sind da noch Alpakas auf der Insel, oder was? Hab bisher nichts gesehen. Gibt es Alpakas auf Bäreninseln? Ja, ne? Keine Ahnung. Ist nicht random, was wo spawnt? Ich will auf jeden Fall mehr von diesen Grilldingern haben. Ich kaufe noch einmal explosiven Schleim, ja? Zu machen, ja. Ich habe munitionstechnisch noch 12 Schuss. Okay, ich habe nochmal gekauft, easy.
Oh, da ist ein Riesenbär, scheiße. Dann komme ich wieder zurück und baue unten die Dingsstation weiter. Was machen wir? Ist das eine starke Lootinsel? Ich bin einmal rumgeschwommen, ich bin eigentlich fertig. Also außer du willst hier noch Steine und Schrott aufsammeln, dann kannst du noch mitmachen, nee. Aber... Ich habe 7 Sand, 7 Ton, 12 Metallerz. Kann ich einen Bär besiegen mit einer Machete? Ich sag ja. Dann gehe ich ins Duell. Ich brauche nämlich noch Bienen. Wollte mich schon gesehen, what the fuck? Boah, der braucht aber sehr lange eine fortgeschrittene Batterie aufzuladen, ne? Wir müssen echt gucken, dass wir davon ganz viele haben. So, Cheetah, wo tue ich dir dein Fleisch hin? Oh, du bist umgeschwemmt. Du machst gar keine Rezepte jetzt mehr, oder was? Also, du ja, machst in die gar mittlere keine. Kiste. Ich bin übel zerschlachtet, what the fuck? Ich habe erstmal die Dings weggetan, die Töpfe, weil wir wollen ja jetzt hier den Grill und so aufbauen auch. Ja, okay. Und wo tue ich ungeschmolzenes rein nochmal? Ich habe irgendwie, das habe ich das Prinzip hier ein bisschen verloren. Haben wir noch nicht. Ganz oben eigentlich in der Kiste hier. Ja, ganz oben ist aber auch vorne. Ja, das ist Trimax, der tut immer alles einfach irgendwo. Nein, 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 das war ich nicht, das war Romatra, der wusste es nicht. Nein, Romatra, geh gar nicht drauf ein, ich weiß, dass er das ist, weil das hat er auch beim letzten Mal die ganze Zeit gemacht, wo wir alleine waren. Was soll ich denn machen? Also, wo soll ich jetzt hin tun, bitte? Ich will nur wissen, wo ich mal ungeschmolzenes hin, du ganz oben. Ungeschmolzenes tust du ganz oben einfach nicht, das ist so in Ordnung. Steine können aber ins Lager. Ja, sorry, die Steine werfe ich weg. Weil hier sind einfach auch Titanbarren drin, das ist ja nicht wirklich ungeschmolzen. Ja, ich sortiere das jetzt wieder. Okay. Ja, merk du dir einfach nur, die geschmolzenen Sachen kommen eigentlich ab, also da drunter in die Kiste quasi. Okay. Dreck habe ich auch noch wieder dabei, geil. Irgendwie kommen hier keine scheiß Vögel und legen ihre Nester hier rein. Jetzt hat irgendwas mich auch schon genervt, dass das nicht kam. Irgendwas machen wir da falsch, ne? Gibt es irgendeinen Trick, wie wir Vögel unsere Nester locken? Oh mein Gott, noch mehr Bienen, wie geil, heilige Scheiße. Ich glaube, wir müssen öfter die Bäreninsel einfach ansteuern. Digga, die Bienen verarschen mich. Diese dicke Trinkflasche ist so overpowered. Ja, oder? Die ist super. Und hinten an dem Ding kann man die einfach ganz easy auffüllen wieder. Ja, ja, es ist schön. Es ist einfach schön. Habe ich, wie viele Bienen habe ich jetzt? 3? Oh, hier ist ein Dodo. Brauchen wir nicht, ne? Eigentlich macht das Sinn, dass wir mir auch noch eine Netzwerferkanone geben, wenn ich hier eh mal über die Insel laufe und die sehe. Wir brauchen jetzt ja echt krank viele Tiere, ne? Also bei mir im Chat schreibt jemand, wenn wir die Windmühlen höher machen, laden die Batterien schneller. Stimmt das? Ja, aber ist egal, wir sind eh mal voll. Also, weißt du? Also hast du die quasi ineffizient gebaut? Ja, korrekt. Warum bauen wir die hier nicht hier oben hin? Die laden doch eh immer. Wann hat eine Batterie zu langsam geladen? Ja, also jetzt bei den mittleren dauert das schon ziemlich lange und wenn wir die hier oben, wo die... Ja, wo das wir werden noch genug mittlere haben. Das ist free. Aber was wenn wir können, wir haben doch hier oben schon direkt eine Fläche, wo wir die hinstellen können. Ja, dann musst du jedes Mal hochlaufen, wenn du Batterien holst. Das würde mich mehr abfacken, als dass sie... Nö, mich würde es nicht abfacken. Ich bin noch nie hingegangen schneller. Und dachte mir, oh, okay, ich mache dir eine zweite Batterie, aber wir lassen die im Erdgeschoss stehen, okay? Der Stuhl, danke für den Host. Du kriegst direkt die nächste Batterie auch für dich, für deinen Grill. Weißt du, dann hast du immer eine Ersatzbatterie, weißt du? Ja, aber ich will auch weitere Grills haben. Ich habe jetzt Ansprüche auf jeden Fall. Du kriegst alle. Du kriegst alle. Okay. Wollen wir weiterfahren? Ja, wie freut dich, dass es okay sagt. Ja, von mir aus. Man muss sich ja auch mal zufrieden geben, Romatra. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich lichte den Anker und wir fahren los. Bin drauf und let's go. Ich hab richtig viel geilen Scheiß gebracht. Ich hab erstmal 5 neue Rezepte für dich. Okay, die hänge ich mir direkt in meiner Küche auf. Tue ich die alle hier rein einfach. Ja. Dann habe ich hier noch was Tolles für dich. Nimm, zieh die mal an. Auch im Schrank. Oh, ja. Ja. Was ist das? Mal auf, zeig dich. So, Was hat er jetzt? Alter. Oh mein Gott, wie cool. Geil. Hier in meiner Küche wird sich jetzt benommen, Romatra. Ich habe tatsächlich den richtigen Helm schon gefunden.
Den habe ich mal irgendwo auf einer Insel gefunden. Ja, mit dem Bauarbeiterhelm. Welche Taste kann man sich selber nochmal anschauen? Komma oder so eine Kacke. Komma ist es, ja. Mann, sehe ich beschissen aus, hä? Wie sehe ich denn aus? Sehe ich gut aus? Ja, du siehst eigentlich ganz fresh aus. Man sieht dein Gesicht nicht, das hilft. Aber... Zeig mal, wie sehe ich denn aus? Komma? Nee, Komma... Doch, Komma ist es. Ich hab einen Taucherhelm auf, lol. Das wollte ich gar nicht. Krass, aber... Wieso habe ich eigentlich so einen kleinen Rucksack? Kann mir wer den Big Rucksack machen noch? Macht ihr den, ja, ist doch geil. Planken und Kunststoff. Fahren wir wieder in Windrichtung? Nee, aber ich dachte, du willst zur Bäreninsel. Kann man direkt zur nächsten Ehreninsel fahren? Ja. Geil. Ich habe 23 Bienen. Ah, das kannst du machen. Ich kenne mich mit dem Honig nicht aus, Sumatra. Ich tu dir oben in deine Honigkiste. Oh, ich kann nochmal Honig ernten. Ich tu dir hier oben Bienen rein bei dir, ja? Mhm. Bau da mal nochmal so ein Honigding draus. Ich hab hier eine unendliche Vogelscheuche hingestellt. Du kannst auch nochmal neue Blumen hier säen, das wäre geil. Die ist unendlich? Ja, die ist wirklich for real einfach unendlich. Wie geil ist das? Das ist ziemlich cool. Ich guck mal, Honig ist ja Raw Materials. Können wir das vielleicht auch in die... Nee, das geht hier leider nicht rein. Wäre aber auch krass, wenn wir Honig recyceln könnten, ne? Können wir... Ah, ist auch keine Rohkost. Lol, Honig ist gar nichts. Honig ohne Glas ist nichts. Das zählt nicht als Rohkost und das zählt auch nicht als Raw Materials. What the fuck? Okay, dann nicht mehr Bäreninsel. Ja, dann lass du wenigstens kurz auf der Bäreninsel. Du gehst einkaufen. Und ich gehe ein bisschen Metall und so farmen. Aber nimm eine andere Insel. Muss ja nicht die Bäreninsel sein, oder? Oh, Riesenleck, hier ist irgendwie eine riesige Insel gekommen oder so. Oh, Wasser, ja, wir sind jetzt zur Bäreninsel gefahren halt. War nicht gerade auf der Bäreninsel? Nee, das waren die Mini-Bären eben. Das ist ja cool. Insel. Und da holt Humatra gleich wieder ordentlich Metall und alles. Oh ja, ich sehe den Müll vor uns. Wir haben keine Müllwürfel. Wir müssen mehr recyceln, das war's. Ich brauch die Insel nicht. Also dann brauchen wir alle die Insel nicht, oder was? Doch, wir brauchen die ganz dringend für Metall und so. Ich glaube nämlich auch, dass wir die für Metall brauchen. Okay. Baut die Bienen in einen Raum, dann essen die Möwen das nicht weg. Ja, viele bauen die geschlossen. Du könntest hier auch einmal Wände drücken. Aber das ist zu aufwendig, ne? Ja, vor allem, ich dachte, wir haben die unendliche Vogelscheuche da. Ich habe ja ewig keine Möwen. Ja, ich finde die auch. Ich finde die egal, ja. Gut, dann baue ich hier weiter. Die Möwen hier trotz der Vogelscheuche gefressen, oder wie? Nee, ich habe noch keine einzige Möwe hier gesehen. Und sagen. Der Honig ist safe, der andere darf nicht. Planke und Kunststoff. Unsere Netze sind schon wieder sehr voll. Geil. Oh ja, Tatsache. Angeln muss man auch. Waren die Rezepte gut? Du hast hier noch 6 Riesenmuscheln, da kannst du noch mehr Vogelnester bauen, ne? Ja, ich hab... Das hast du gesagt, das war für dich abgelegen von der Action? Ja! Ich hab gesagt, 20 Felder weg! Woher denn jetzt 20 Felder? Wo soll ich da das herkriegen, die ganzen Materialien? Ja, ich dachte, ich hab's dir gesagt, ich dachte, du wusstest. Ja, gibt's nicht die Materialien. Wir müssen fahren, damit wir Holz sammeln. Aber wir wollen jetzt erstmal Metall sammeln. Schwierig. So, da ist die Bäreninsel. Und wir brauchen sonst... Du brauchst auch keine Erde von der Bäreninsel oder so, weil das gibt's auch ordentlich. Erde ist gut. Kannst du mitbringen, ja. Da müsste ich auf die Insel drauf. Da haben wir keine Zeit, dann nicht. Das ist erstmal nicht so wichtig. Also brauchen wir keine Erde. Doch, aber jetzt noch nicht. Okay, dann Metall brauchen wir auch nicht. Oder was soll ich jetzt hier... Metall ist wichtig.
Metall ist wichtig. Ja, okay, dann Alles, was gerade gesagt wurde, ist eigentlich wichtig. Wir brauchen sogar Erde. Wir wollen ja das Gehege vergrößern, oder nicht? Ja, ja, wir haben noch gut, wir haben noch gut. Das reicht erstmal. Okay. Erde dauert noch, bis wir das brauchen. Ich verlasse mich da einfach blind drauf. Ja, ja, das wird krass, glaub mal. Ich werde jetzt um die Insel schwimmen und Metall farmen. Ich weiß gar nicht, ob Bäreninsel so geil für Metall sind. Aber ja, gut, guck. Ich weiß es nicht. Die haben halt immer so eine riesige Steilklippe, wo das dann voll kacke ist. Weißt du? Ja, wo sollen wir sonst hinfahren? Wir können auch woanders hinfahren. Ich glaube, die anderen, so normale Inseln. Ganz normale Einmal das Insel. Rezept Lachssalat, warum hast du das nochmal geholt? Boah, echt scheiße. Dann schmeiß ich das jetzt vom Bord. Ach, das ist auf dem Boden geht. Scheiße. Das gefällt mir nicht. Doch, hier ist ein Farm in Ordnung. Also ich krieg viel Sand, ich krieg viel Ton. Metall krieg ich nicht so viel. Doch, hier ist auch Metall. Ich glaube, jede Insel ist relativ ähnlich. Alter, ist voll etwa? Was denn? Ich glaube, ich habe hier schon den ersten Sprinkler, wenn ich es richtig sehe, vollautomatisiert. Das ist befriedigend. Was kostet eine große Batterie? Also wenn ich fahren, kriegen wir keinen Stuff rein, ne? Ja, aber ich kriege gerade richtig viel Metall und Kupfer. Ich weiß nicht, ob wir Kupfer brauchen, aber Metall kriege ich gar nicht. Kupfer brauchen wir überhaupt nicht. Aber Metall kriege ich richtig viel. Ich habe schon 10 Metall wieder. Okay. Das wären 10 Würfel, die du wieder ausgegeben hättest dafür. Ist nicht so teuer, glaube ich. Echt? Okay. Oh, wie viele Sprinkler kann man an eine Pumpe anschließen? Das ist ja noch geiler. Die Sprinkler müssen ja gar nicht dauerhaft laufen, oder? Die Tiere sind wieder fertig. So, was haben wir jetzt hier? Titanbarren, Schrott und Kupfer. Easy. Wir brauchen auch weiterfahren wegen... Oh, Schrott ist alle. Oh, oh. Sumatra, Schrott mitbringen. Oh, oh. Wir sind aber auch Schwänze. Wieso denn? Wir drei, alle. Jeder einzelne von uns ist ein Schwanz. Warum? Weil... Wir bauen uns aus Metall immer was wir brauchen, weil wir das Inventar haben. Wenn du metallbaren Inventar hast und du da steht, du brauchst ein Scharnier, dann drückst du einfach immer nur aufs Plus. Dann machst du aus einem metallbaren instant ein Scharnier im Inventar, ohne einen Klick. Mach ich nie. Ja. Mach so. Ich tatsächlich auch nie. Aber wir haben 80 Scharniere. Also ich find's saugeil, wie du das immer machst und das versuchst auf alle zu reproduzieren, Trimax, ja? Wir haben hier 80 Scharniere. Du versuchst uns dein Misshandeln anzuhängen. Ja, das Ding ist ja, wir haben 80 Scharniere. Ja, das muss Hanky gewesen sein dann. Oder Reapers. Der hat sich, der ist mal kurz reingekommen, hat, um uns zu sabotieren, 80 Scharniere gebaut. Ich bring Schrott mit einfach. Ich kann ja auch massenweise Schrott sammeln. Ja, das ist gut. Explosiver Schleim muss immer gebrannt werden, ne? G-Time? Ja, bitte? Ich bring dir noch eine dicke Batterie, ist in dem Essensschrank drin. Das ja, sehr geil, danke. Als auch, ja. Und ich habe sogar noch eine raufgetan, das ist auch deine.
Noch eine, das ist geil. Ja. Du hast jetzt 3 fortgeschrittene Batterien. Aber wir müssen halt fahren, damit wir mehr Sachen haben können zum Recyceln. Ja, guck damit mal hier in meiner Küche, guck mal. Nee, kann ich nicht, weil ich muss mich konzentrieren gerade. Ich habe keine Schere, scheiße. Ja, also dann weißt du gar nicht, was du hier verpasst. Ich komm gleich mal. Ich komm so in 5 Minuten, okay? Ja, okay. Wo hast du die Batterie hingepackt? Eine lädt schon gerade wieder. Achso, okay. Alter, wie viele Alpakas haben wir? Wollt ihr mich verarschen? Ach ja, Alpakas gibt es sicher auch auf der Insel. Also ja, das ist das Stärkste. Ich bin jetzt noch nicht auf die Insel gegangen, hab sie durchsucht, aber ich bin ziemlich... 10 dreckige Alpakas, Alter, holy shit. Also wenn Gita noch einen Alpaka holen will, wäre jetzt auch hier die Gelegenheit auf der Insel. Ja, das ist eine kleinere, die ist viel zu groß. Ich wäre so für eine klassische kleine Loot-Insel. Ja, okay, dann schwimme ich gleich zurück. Aber ich nehme noch ein bisschen Schrott mit, oder? Und ein bisschen Ton. Ich habe halt schon 12 Ton und 17 Schrott und so. Man farmt hier schon gut. Schrott kriegen wir auch beim Fahren. Du musst echt mal abwägen, was besser ist. Du kriegst nicht, du kriegst echt wenig. Du kriegst. Oh, wenn wir echt gut fahren mal, wir sind die ganze Zeit gestellt. Wenn wir 10 Minuten fahren, guck mal, wie viel Schrott dann da ist. Hm. Ja, okay, ich komm zurück zum Schiff und wir fahren weiter. Ich habe jetzt eh hier so. Neun Ladungen, Alter, holy shit. Zack. Das da auch? Das, oh ja. Wie kann man das denn sehen, ob das gewässert ist? Das wird jetzt so nice, ne? Ihr müsst so viel Fleisch mitbringen immer. Das ist wichtig. Wird das hier auch gewässert? Oh mein Gott, der Sprinkler ist ja insane. Aber das hier nicht, oder? Das wäre zu krass. Ne. Der hier nicht. Und dann brauchen wir hier direkt den nächsten Sprinkler hin, korrekt? Oh, das wird ja richtig OP. Oh, keiner von euch kümmert sich hier um die Tiere. Ich habe die gerade geerntet. Ja, aber ich meine hier auch mal nachfüllen mit Wasser und so. Stimmt, das müssen wir machen. Wir können die gleich mal umsiedeln. Alles der G hier, ja. Wenn ihr die da hinten hinbaut, dann werde ich mich aber nicht mehr drum kümmern. Ja, ja. Ich sehe es schon kommen, dann werden die alle sterben. Nee, die können da nicht mehr sterben. Ja doch, wenn die Batterien leer sind und du das vergisst. Das sind die großen Batterien. Die werden nicht leer gehen. Du wirst was vergessen, da bin ich mir so sicher. Kein Fall. Hundertprozentig. Es wird kein Gut, ich denke jetzt zur nächsten Insel. Ja. Fahr das mal einmal kurz du mal mit dem Wind einfach mal entspannt. Bro, was bist du mit deinem scheiß Wind? Mach mal. Wünsche ich mir. Okay. Ich schau mal, ob eine Insel circa in Windrichtung liegt und dann fahren wir dahin. Oh, jetzt merkt man aber schon, die Batterien werden hier gut verballert gerade. Ja, das ist doch geil dann. Umatra. Sind die Tiere hier safe? Komm gleich mal hier in meine Küche. Komm, ich hol auch erstmal, ich geb dir auch ein bisschen was zum Schmelzen, ne? Hier, Henslers schnelle Nummer! Ja, sieht das geil aus. Hier geht's richtig schnell zur Sache.
Holy shit, ganz schön viel. Weißt du, was das Geilste daran ist? Was? Dass das kein Ton verbraucht. Das haben wir wirklich jetzt einfach. Wir haben es jetzt einfach. Das ist ja krass. Das ist krass. Wir brauchen auch mehr Elektroöfen, ne? Ich sehe das. Ich finde die aber doof, dass sie hier stehen. Sie müssen dicht an den Windmühlen stehen, weil die immer nachgeladen werden müssen. Mhm. Ey, wir haben gar keinen Schrott mehr. Ja, ich weiß, ganz nervig. Doch, 19 Stück. Ich tue sie oben hin, ich tue sie in die Schrottkiste. Ich brauche direkt ein paar. So, ich denke, der Schrott ist weg, ne? Ich habe mir 9 genommen, die Hälfte. Okay, fair genug. Leiterplatten, wie macht man die denn immer? Da brauchst du Kupfer für, aber das haben wir im Überfluss. Habe ich geguckt, immer, dass wir schon genug haben davon. Kupfer habe ich auch noch mal 10 rangeholt. So, wir brauchen kein Kupfer. Ich habe gewusst, dass du nur wieder laberst. Bitte? Ich habe gewusst, dass Max labert, als er gesagt hat, wir brauchen kein Kupfer. Die können nicht so schmelzen. Hä, wieso? Guck mal unten in die Kiste, da sind 80 Kupfer. Wir haben 120 Kupfer. Also da habe ich wirklich viel rangeholt, Romatra. Ja, ja. Reicht doch. Oh, ich brauche so ein Fleisch. Scheiße. Wie oft sprenkelt der Sprenkler denn? Dauerhaft, immer. Ich sehe ihn gerade nicht am Sprenkeln. Oder sprenkelt er nicht, wenn es schon gewachsen ist? Der sprenkelt nur, wenn er das Wasser braucht. Boah, das ist ja geil. In der Tat ist das geil. Oh, das wird hier ein absolut krasses Gehege. What the fuck? Ja, das sieht ziemlich cool aus. Sieht sehr befriedigend aus, Max. Also dafür schon mal Props von mir. Das ist sehr, sehr befriedigend. Vor allem, dass dieses Rohr hier einfach durchgeht. Ja, das hat mich auch so glücklich gemacht. Hätte ja auch sein können, dass es da nicht durchgeht. Ja, ja. Jetzt wird's noch geiler. Sag mal, sprinkelt er jetzt? Wenn er eine Batterie hat. Oh, mal gib ihm eine. Komm, sprinkel mich an, Bro. Er sprinkelt mich irgendwie nicht an. Oh, geil. Jetzt hat er mich übel angesprinkelt. Ey, ich will so dreckig viele Alpakas haben, ne? Das sind ja solche geilen Tiere. Die sind ja so OP für uns, ne? Alter, das ganze Kistending ist total durcheinander. Wer schmeißt hier alles kreuz und quer rein? Welches denn? Ja, hier das Lager, das ist ja... Welches? Unaufgeräumt bis zum geht nicht mehr teilweise. Es nervt, dass die Schere so oft kaputt geht, ehrlich gesagt. Die Tarnschere gibt's nicht. Nee. Fahren wir in Windrichtung? Ja. Nee, gar nicht. Hatte ich mir noch so sehr gewünscht. In Windrichtung lag keine Insel, okay. Da kommen noch immer ganz viele Inseln, hä? Nee, du musst zu den etwas größeren Inseln steuern. Sonst machen die keinen Sinn. Ja, weil die sonst keinen Sinn machen. Weiß Bro. Ich hab's mir halt gewünscht. Einmal. Das können wir doch einmal machen. Nach der Insel, okay? Okay. Und dann fahren wir fast in Windrichtung. Haben wir alles Metall, was du geholt hast, schon eingeschmolzen? Weiß ich nicht. Die Kacköfen müssen wir hier eigentlich nicht mehr verwenden. Bitte? Die Kacköfen können wir eigentlich mal hier abbrechen. Ich will keine Planken mehr nutzen. Das ist Kacke. Ey, red hier nicht so über meine Öfen. Raus aus meiner Küche jetzt. Nee, die Öfen müssen weg. Nee, lass die da, das ist meine Küche hier. Ich möchte die ersetzen, durch die anderen, durch die Schmelz. Dann machen wir halt meine... Wie sollen hier reinkommen, die riesen Schmelzen? Okay, ich will hier eine so eine dicke Schmelze stehen haben gleich. Und das muss schön aussehen, das muss geil gebaut sein. Wenn das nicht schön wird, dann raste ich voll aus. Romatra, bau mal alle Öfen ab. Romatra, also jetzt, ne, da verlasse ich mich drauf, dass das ordentlich wird. Das schafft der. Das schafft er. Ja, wir bauen einfach eine Schmelze hin, komm. Ja, wollen wir nicht ein großes System machen, wo alles abgeht?
Nee, ich glaube, so ist es schlauer, weil G-Time kümmert sich dann immer drum. Weißt du, was ich meine? Lieber ein kleines System, wo G-Time immer dabei ist, anstatt ein großes System. Ich hatte mich auch immer drum gekümmert. Ich habe alles gebrannt immer. Alles, was in der Kiste war, war immer gebrannt. Immer. Ja, aber warum machen wir dann das überhaupt unterschiedlich jetzt? Warum lassen wir es dann einfach so, wie es ist? Weil G-Time seine Öfen einfach benutzt, die kleinen Öfen, die schlechten. Ah, das heißt, wir geben ihm einfach ein Elektro und dann muss er, dann ist er happy. Genau, genau. Ja, oder zwei Elektro, wenn die hier reinpassen, das ist auch geil. Das wäre noch geiler, wenn das irgendwie geht, wäre das Beste. Ja, aber das wird, glaube ich, schwer. Oder wir müssen das Klo abreißen und so und können die hier nebeneinander stellen, dann kann ich die von hier bedienen. Können wir G-Times Küche vergrößern? Oh ja. Da hast du jetzt was gesagt, damit hast du mich jetzt. Also meine Küche vergrößern, wenn die jetzt zu einem 3-Sterne-Restaurant aufsteigt, dann wäre es noch geiler. Können wir G-Times Küche vergrößern? Oh. Vergrößern Küche, da sage ich nicht nein. Die Antwort ist eigentlich ja, wenn... In welche Richtung halt, ist halt die Frage. Ich bin für jegliche umfassenden Baumaßnahmen bereit. Ey, die können wir hier in die Richtung vergrößern, weil hier kommen ja die Tiere bald weg. Ja, die kommen da weg. Ja, dann müssen wir aber... Ja, dann müssen, aber dann müssen die Tiere erst alle weg sein, bevor wir das machen. Ja. Können die Dodos eigentlich unendlich Eier generieren? Oder wenn da ein Ei liegt und man muss es erst aufsammeln? Ich glaube, irgendwann liegen hier zu viele Eier, aber ich sammle die immer wieder ein. Das ist gut. Ich finde mal erstmal den einen Ofen, der hier steht, so nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde halt die Schafe so kacke. Ich halte ihn auch dauerhaft im Betrieb, Rumatra. Mach dir keine Sorgen. Guck, zack. Da sind schon Dinger drin. Brauchst du noch eine Batterie? Ja, ne? Ja. Zack. Batterie kommt. Das ist eine geile Insel. Ist das die Insel, wo wir hinwollten? So, das Ding läuft. Siehst du? Ja, genau. Das ist eine Insel, da wollten wir hin. Das ist keine große Insel, aber das ist so eine mittlere Insel. Weißt du, was ich meine? So. Ja, okay, das ist cool. Dann gehe ich mal Sachen machen, ne? Ich finde unsere Ziegen so scheiße. Was machen wir nochmal mit der Milch? Gar nichts. Alter, wie viel haben wir bitte? Ich will die töten. Wo haben wir die Recycler? Waren die Recycler gut gelaufen? Weil wir jetzt auf einer Insel sind? Nee, ne? Vor allem, vielleicht reicht ja sogar eine einzige Wasserpumpe für voll viele Felder dann. Das sieht nicht so aus, als würde die leer gehen. Nein, nein, das reicht. Das ist für immer. Ja, nein, nein, ich meine nur, wann brauchst du eine zweite Wasserpumpe? Oder gar nicht? Wasser, gar nicht, oder? Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie groß wir werden. Du sollst noch den Honig. Das ist wie ein McDonald's hier drin. Warte, noch die zweite Bienenwabe. Eher Bienenstock. Oh, ich habe eine einfache Batterie im Inventar. Die stelle ich mal auf die Aufladepackstation. Ich gehe jetzt erstmal hier farmen. Was ist das überhaupt für eine Insel? Holy shit, ey. Das ist eine Bäreninsel. Mini-Bäreninsel, aber. Brauchen wir Pilze? Hier ist Dreck. Hier sind 5 Dreck. Ich habe keine Schaufel. Müsste wer holen. Also brauchen wir das nicht. Hier ist eine Ziege. Können auf so einer Insel mehrere Tiere sein? Oder wenn hier eine Ziege ist, war es das? Können auch mehrere sein. Hier oben ist auch ein Shop, wenn du zum Shop möchtest. Haben wir recycelt genug? Vor allem, das Wichtigste ist, das wisst ihr noch gar nicht. Ja. Es gibt etwas, was ihr beide nicht wisst. Sag. Warte, wo sind die Eier hin? Weg? 4 Eier weg? Bin ich weggetan? Okay. Oder ich fall dumm. Man braucht nicht nur die Recycling-Münzen, sondern auch diese Handelsmünzen. Ja, dafür müssen wir fischen, oder was? Ja. Junge, das rastet so aus hier in der Küche. Ich krieg die Sachen so schnell jetzt gegart.
Ja, das ist doch super. Wenn ihr das nächste Mal in den Essensschrank schaut, werdet ihr euren Augen nicht trauen. Wir brauchen übrigens einen Kühlschrank. Ich glaube, da passt noch mehr Essen bestimmt rein. Ja. Ja, gehe ich mal von aus. Boah, welchen Sinn würde der sonst machen, oder? Das klingt aber geil dann. Das stimmt. Der würde sonst einfach gar keinen Sinn machen, wenn da nicht mehr Zeug reinpasst. Für was brauchen wir jetzt nochmal Ton? Jetzt brauche ich nicht. Also für Schmelze, noch eine dritte Schmelze. Oh, ich weiß nicht, ob wir drei Schmelzen brauchen. Und zum Essen, aber ich weigere mich, Ton zu essen. Ist auch okay, oder? Ich esse auch Ton, wenn es hart auf hart kommt. So ist nicht. So, wie viel Handelsmünzen haben wir? Der Hai hat mich verfolgt. Ich heul. Noch was recycelt bin. Oh, das tut halt weh, das ist nicht. Oh shit, Bär! Der verfolgt uns nicht ins Wasser, ne? Kannst du nicht töten. So, das sieht gut aus. Wenn du Alpaka siehst, sagst du Bescheid, ne? Das ist klar. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, auf der Bäreninsel hätte es Alpakas gehabt. Oder wolltet ihr nicht nur? Nee, es macht keinen Sinn, nach denen zu suchen. Es macht einen Sinn, sie einfach nur mitzunehmen. Weißt du? Klingt nach wenig System, muss ich sagen. Wieso, was machen die? Ich weiß nicht, finde ich voll scheiße. Ach so. Was können die denn? So, die Eier waren mir aus dem Inventar gefallen. Wofür bist du gerade noch auf der Bäreninsel? Ich farm hier Schrott, ich farm hier Metall. Könnte man auch wieder Bienen sammeln, aber ich fühle auch irgendwie die Bienen gar nicht, weil wir können die ja wirklich nur für Bio. Wir können die nichts machen und das können wir nur machen, wenn wir Glas haben. Ja. Das ist doch auch giga frustrierend, oder? Ja, alles was nicht. Und endlich ist es ja dann irgendwie wack. Also das ist ja gar nichts. Nee, lohnt dann auch nicht. Ich komme wieder zurück, wir können weiterfahren. Dann können wir von mir aus einmal in Windrichtung fahren einfach. Ja. Ah, fuck. Mm. Was denn? Ich kann mein Bein nicht bewegen. Oh, ich hab's. Ja, ich hab's. Ich hab's gerade ganz leicht bewegt und es tut so derbe weh. Also, da, ich sag ganz ehrlich, Trimax, ne? Damit fährst du keine Pluspunkte ein. Naja. Ich hab immer mehr Angst vor deinen Events. Warum? Ja, da kommen immer Verletzungen. Eine mal Schlüsselbeinbruch, andere mal Hand gebrochen komplett. Jetzt, er hat das Bein, dann höre ich, einer hat die Schulter ausgekugelt. Das ist ja locker, geisteskrank. Locker. Was sind das denn da für Events? Bisschen kicken einfach. Das hat sich hört sich eher an, als wenn ihr da irgendwie Rugby oder so gespielt habt. Boah, ich schwöre, ich habe solche Schmerzen in meinem scheiß Bein. Es ist unnormal. Locker ein bisschen kicken. Ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll. Ich weiß nicht, ob das ein Krampf ist. Ja, Humatra, du hast geschafft. Ich werde nie zu so einem Sportevent mitmachen. Das ist, Sport ist Mord. Muss. Boah, ist das ein Krampf oder ist das einfach nur Muskelkater? Ich hatte das noch nie an der Stelle. Deswegen kann ich es gar nicht zuordnen, leider. Ist doch schlecht. Das ist eine Verhärtung, ganz normal. Nee, was für ganz normal? Spaßverhärtung ist das. Voll nicht happy. Bitte, weil es echt so weh tut. Jetzt muss ich schon wieder essen. Was ist das für eine Kacke, Alter? Wir fahren in Windrichtung, ja? Ja, voll in Windrichtung. Full sogar, ne? Nein. Selten so in Windrichtung gefahren wie jetzt.
Also ich denke, das Essen, was wir jetzt haben, das ist schon echt ziemlich geil. Aber okay, das ist noch viel zu wenig. Oh, ich find's schon mal geil. Ich find's geil, wie das hier aussieht, die Dame. Es gefällt mir richtig gut. Ja, ich halte das auch durchgehend ein Stück. Echt krass. Guck mal in den Schrank hier. Ja, ich sehe das, hier wird reingeschaut. So sieht auch mein Kühlschrank im Real Life immer aus. Da lacht er ganz leise. Ja, war ein geiler Self-Front, den fühle ich. Also Self-Front ist das auf gar keinen Fall. Du wärst froh, wenn dein Kühlschrank immer so voll ist. Das stimmt, wenn du mal richtig Alter. Bock auf was Geiles hast, ist einfach da. Ja, es ist schon cool dann. Mein Kühlschrank ist komplett immer leer. Also wirklich richtig krass leer. Einfach mal, manchmal ist es einfach 2 Monate leer. Also so leer, dass du dich schon fragst, wofür du den hast, oder wie? Ja, genau so leer. Ja, dann werde ich richtig aggressiv. Bin ich auch. So. Soll ich heute noch nichts gegessen, weil ich gestern halt... Gestern war halt brutal so. Und dann, Niki hat so bodenlose Videos übrigens noch auf seinem Handy. Ja, die sind geil. Das ist ja safe. Und... Dann ist nichts da. Aber was soll ich machen, weißt du? Hast du nicht so einen Einkaufsbestellservice? Ja, aber dann gucke ich, was hole ich mir. Dann sehe ich da irgendwie einmal irgendwie Nudeln. Dann bestelle ich mir die. Also dann hole ich mir die. Von Flink oder Gorillas. Weißt ja, du? Aber das kenne ich auch. Dann bestellst du dir eine Portion Nudeln, aber du denkst da nicht so weit, dass du irgendwie mal genau. direkt sieben Nudeln nimmst. Also du nimmst eine Nudeln, dann machst du die, aber dann ist es auch wieder weg. So, ja. Das ist... Ich rede jetzt von so einem Einkaufsservice. Ja, genau. Ja, ich kaufe mir Barilla-Nudeln, dann koche ich die und esse sie und dann sind sie weg. Ich erstelle auch so beim Einkaufsservice irgendwie einmal Brötchen und irgendwie Aufschnitt für ein Essen. Oh, geil, Bock drauf. Ess das und dann ist es halt weg. Ja. Ja, aber kannst du auf Vorrat bestellen. Kannst du direkt 2 Kilo Nudeln holen. Die halten sich ja. Nee, das waren so Nudeln, die kalt sind, aber die du nur noch in die Pfanne packen musst. Die halten sich nur. So Aufwärmnudeln. Ja, genau, die halten sich. Ach so. Ja, tut mir leid, ich hab vergessen, ich rede hier ja nicht mit Leuten, die selber kochen. Nee, ich meine das wirklich. Ich kaufe mir manchmal so Barilla-Nudeln, diese festen. Und dann kaufe ich die aber nur einmal. Zusammen mit einer Packung, hier, keine Ahnung. Marlboro Gold. Noch. Ja. Natürlich. Ja, gut, ich rede ja eher davon, dass du da deinen Wocheneinkauf bestellst. Direkt für 7 Tage. Ich hatte noch nie in meinem Leben einen Wocheneinkauf, ich habe keine Ahnung. Wie, ich wüsste nicht mal, wie das geht. Ja, du überlegst dir, was du jeden Tag essen willst in der Woche. Puh. Ich weiß nicht mal, was ich jeden Tag mache. Nee, in der Woche. Das ist nicht. Ja, wie planlos. Call, Alter. Keine Chance. Wie könnt ihr überhaupt überleben? Meine Freundin carried da ziemlich durch, muss ich sagen, an der Stelle. Bei, hier, Mittagstisch, Italiener. Komplette ja, ich weiß, Gericht. Ja, du gehst immer dein Halsfilet essen und am nächsten Tag gibt's dann erstmal ein schönes Entrecote und dann wird dann noch ein dickes Rumpsteak abends gegessen. Hier, Italiener. Morgens gibt's die Lachsbrötchen mit Kaviar. Einfach so, der hat einfach so chillig Nudeln Carbonara, kostet mittags 7 Euro. Dann nehme ich das einmal und für abends noch ein anderes Gericht. Siehst du, würdest du selber machen, würdest du nur die Hälfte kosten, jetzt die doppelte Menge. Ja, weniger als die Hälfte. Weniger als die Hälfte. Ja, aber Max muss ja die Zeit immer in Geld umrechnen, die er hat. Ja, also für 7 Euro eine große Portion Nudeln, die geil schmecken, das würde ich alleine niemals hinkriegen und dauert so lange. Also Carbonara würdest du selbst hinkriegen. Und ich sag jetzt mal so, Romata, jetzt kommt der geile Change. Wenn er das streamen würde, wird er sogar noch damit Geld verdienen. Boah, es ist aber auch stressig, jedes Mal zu wie du den Nudeln machst, streamen ist es, glaube ich, nicht. Das glaube ich nicht. So einmal im Jahr. Da merkt man, dass du lange nicht mehr im Supermarkt warst. Ja, selbst wenn ich da bin, denke ich mir, okay, ich habe Bock auf, keine Ahnung, da sehe ich da irgendwie, weiß ich nicht, Garnelen. Oh. Da nehme ich mir Garnelen mit. Ess die abends, aber dann sind sie leer. Und Garnelen sind geil. Dann war es das auch wieder. Apropos lange nicht mehr im Supermarkt, ist ja alles insane teuer geworden irgendwie, ne? Also es ist gar nicht mehr so viel günstiger, einfach einkaufen zu gehen.
Oh, weiß ich nicht. Ich war letztens mal an der Tankstelle, da hatten sie für ein Corny und einen Kaffee 9 Euro. So hat's doch schon auch früher gekostet, oder? Umatra, das macht gar keinen Sinn, mit denen zu reden. Der hat jeglichen Bezug verloren. Während wir uns zweimal überlegen, ob wir bei der Tankstelle einkaufen, regt er sich darüber auf, dass die Tankstelle so hohe Preise nimmt. Ja, aber das geht doch. Halber Liter Wasser bei der Tanke. 6 Euro. Das hat doch immer so gekostet, oder nicht? Ja. Die nehmen bestimmt auch für ein Glas Wasser aus dem Hahn 5 Euro. Ja. Es gibt ja doch diese eine Streamerin rechts da. Rechts neben uns Rieseninsel. Aus dem ASMR-Bereich. Die hat sich doch eine Tankstelle gekauft. Ja. Wo denn links von uns? Meinst du, das ist keine Riesen? Ich sehe die nicht. Was? Wir sind vorbeigefahren. Bitte fahr nach rechts. Weggesäbelt. Oh, guckt euch das mal an, Leute. Die hat sogar noch richtig Blut hier am Schnabel hängen. Geil. Sauber. Das ist echt geil. Oh, das ist hier so eine Fichtenholzinsel wieder, ne? Übel geil. Super gefahren, Romatra. Danke. Aber war nicht Windrichtung, oder? Doch, war Windrichtung tatsächlich. Oh, okay. Wir sind einfach der Windrichtung gefolgt. Ah, wie süß Reapers am Anfang hier noch die ganzen Alpakas Namen gegeben hatte. Ja. Wir nur 4 hatten. Jetzt aber jetzt wissen wir, welches die OG-Alpakas sind. Ja, das ist gut. 10 Alpakas haben wir, wie geil ist das? Dieser ich bin hier so krass am Schmelzen, ne? Ja, irgendwann werde ich diesen Hai, weiß ich nicht. Töte den immer, ich brauche immer sein Fleisch. Ja, der ist aber nicht so leicht zu töten. Das Boot ist so riesig, wenn ich auf der einen Seite sehe, scheiße, der Typ, der frisst hier gerade was, dann, bis ich da hingelaufen bin, hat er schon das Stück Holz weggeschnappt. Kannst ihn easy im Wasser töten, ich mach das jetzt. Wo ist der? Leute, der Hai kommt wieder, ne? Also. Ja, der kommt echt wieder. Wo ist der denn? Arm gehen, sehr gut. Umatra ist hier. Wo ist denn der Hai? Ich weiß es nicht, G. Ah, hier bei mir ist der. Ich töte den jetzt. Wir müssen die Recycler mehr laufen lassen, Leute. Man nennt mich nämlich auch Shark Hunter Time. Shark Hunter Time. Ja. Klingt nach einem richtigen Scheißname tatsächlich. Voll der Kackname, wer nennt dich so? Das ist ein richtiger Legendenname. Umatra, hast du ja mittlerweile einen großen Rucksack gemacht. Nein. Aber ich brauche keinen großen Rucksack, der will nur dafür sorgen, dass ich alles im Inventar behalte. So, Shark Hunter Time hat zugeschlagen, der Hai ist tot. Okay, Leute, geht schaufeln. Also Romatra, nochmal kurz gefragt, damit ich es wirklich begreife. Ja, red doch. Dass wir das Floß jetzt unendlich groß bauen, brauchen wir nur noch Holz, kein Kunststoff, weil wir das und da oben Schrott. Bauen. Wir brauchen nur Holz und Schrott. Holz. Warum wie viel Schrott? Nicht so viel, vielleicht so, keine Ahnung. Ja, für unendlich groß, dann brauchen wir unendlich Schrott. Ja, wir brauchen dann auch unendlich Holz, hä? Ja, aber unendlich Holz könnte man hinkriegen mit der Plantage. Aber sag mal, wie viel Schrott man ungefähr braucht. Wir brauchen schon gut Schrott. Hey, wer nimmt sich hier mitten aus der Reihe eins raus, statt die unterste zu nehmen? Das ist sau asozial, Jungs. Oh, finde ich echt nicht geil. Das war vielleicht ich tatsächlich. Ich habe einfach reingegriffen und mir eins rausgenommen. Das tut mir leid. Ich werde mich ab sofort. Ich reiche eine Entschuldigung ein an Dieter, den Koch, und werde mich ab jetzt an die Regeln des. Der Küche des halten. Von unten nach, ja, die Regeln der Alter. Küche halten. Ich bin so gejuckt. Wahnsinn. Ich brauche noch so eine Netzfangpistole. Hey, hat jemand gerade einen Bär getötet? Ja, ich. Wieso? Ja, ich habe hier einen Erfolg bekommen. Experte, Bierhunter. Bier? Ja. Bierhunter? Ja, ich bin oder der Bärenhunter-Time. Wartet mal, Leute. Auf der Insel waren wir schon, oder? Und die ist echt? Nicht respawned. Also die dann nicht... musst du Romatra zusammenkacken, weil der dann ist da hingefahren. Das ist kein Witz. Also wenn ich jetzt am Händler hier nicht handeln kann... Testen wir erstmal aus. Dann war's das. Testen wir erstmal aus jetzt. Leer gekauft, nicht vorrätig. Das ist die Insel von eben. Ich kotze ab, Alter. Die Batterien laden so langsam auf hier. Ich bin stinke sauer.
Wir haben also, so Batteriemangel gerade, das ist richtig übel. Du bist hier zu der Insel hingelenkt. Ich werde einfach vorbeigefahren, Max. Oh mein Gott. Fahrt sofort los. Bist du schon auf Boot? Ja. Nee, bist du gar nicht. Das hier sofort ablegen. Okay, wir wollen das Floß unendlich bauen. Okay, überlegen wir. Okay, das war eure Überlegung schon? Ja, wir müssen halt mal einfach ganz, ganz lange mal fahren und einfach alles einsammeln. Einfach Windrichtung ballern und einfach alles sammeln. Das dauert halt eine Weile. Was ist, wenn wir unendlich, wenn wir die Palmplantage vollautomatisieren? Weißt du? Geht das? Ja, also halb, also du musst halt nur neu, also das ist halt easy, ne? Das ist halt der besondere Samen. Der Bananensamen vervielfältigt sich halt einfach, ne? Das ist halt krass. Wir könnten auch die allergrößte Plantage bauen, die es in Raft je gab. Das ist auch krass, ja. Das Problem ist halt, dass es echt alles so teuer ist, Mann. Das kostet alles so viele Ressourcen, das ist mega nervig. Ja, was denn für Ressourcen? Holz und Metall, Holz und Schrott. Wenn du mir Holz und Schrott gibst, dann baue ich sofort dieses Raft so groß, dass der Server abstürzt. Aber wir haben kein Holz, wir haben keinen Schrott. Ich will einen Kühlschrank. Mhm. Oder nicht genug. Sag mal so, ich habe ja auch immer wieder ein bisschen Schrott gefarmt, aber irgendwie verschwindet das hier immer aus der Kiste. Ja, Schrott brauchen wir viel. Schrott ist aber in den Fässern. Und unsere Batterien, das ist auch richtig übel. Die sind alle leer gleich. Gib mir da oben nochmal richtig viel Platz, dann baue ich da mal eine halbautomatische Palmenplantage, okay? Da, wo du jetzt gerade schon bist. Nein, nein, wieder oben nehmen wir. Wir fahren jetzt ja nur nach hinten. Nach hinten bauen wir unendlich groß, ne? Oh, die Tiere wurden schon umgesiedelt und läuft das jetzt alles hier automatisch bei denen? Du, also welche Richtung willst du jetzt haben? Sozusagen neben der Farm. Neben also, das, neben dem, was du gerade gebaut hast. Ja, mach mal hier dann die ganze Zeit. Also in diese Richtung, wo ich jetzt schaue, baue ich dann. Ja. Okay. Zeig mal nochmal. So. Ja, genau, dahin weiter, genau. Ja, okay, das wäre kein Problem. Batterien sind hier oben leer bei den Dings, ne? Tieren. Welche? Hier oben bei den Tieren? Ja, die sind da schon so rot, ne? Ja, die halten sich aber auch gegenseitig. Digga, es geht halt so oft die Schere kaputt. Wir brauchen echt viel Metall. Ständig ist die Axt kaputt, die Schere kaputt. Das ist doch kacke. Wofür brauchen wir noch Metall? Ich habe vorhin schon sehr viel Metall verballert. Ey, aber Jungs, ich kann glaube ich nicht mehr so lange machen. Ja, nicht mehr so lange? Ja, weil ich bin was echt. Was heißt? Noch, ich bin. Ich weiß nicht, ich würde jetzt so langsam schon. Weil ich bin echt noch so fertig von der ganzen Autofahrt. Ja, ich kann es dir glauben, Rumatra. Das glaube ich dir. Wir sind heute Morgen aufgestanden, mussten dann erstmal direkt. Also, erstmal ging es uns nicht gut, als wir aufgestanden sind. Und dann mussten wir auschecken und dann sind wir einfach den ganzen Tag Auto gefahren. Und ich bin jetzt. Also, ich bin echt mies. Am Ende gerade. Also am liebsten würde ich jetzt dippen. Da bist du 5-6 Stunden bist du mindestens gefahren. Ja, 6 Stunden. Und bei E-Auto musst du auch immer tanken. Eieiei. Du nennst das tanken? Laden von mir aus. Aber ich würde mich jetzt auskoppeln hier. Okay, ja, dann müssen wir halt ganz doll weiter zocken, ne? Ja, wir können auch mal. Ich weiß ja nicht. Ja, wann wollt ihr das nächste Mal zocken? Weil theoretisch könnte man hier auch offstreamen ein bisschen in. Einfach. Oder wenn ich die Welt habe, dann könnte ich einfach nur Materialien sammeln mal. Einfach Scheiß auf Inseln, einfach mal nur geradeaus farmen und alle 10 Minuten die Netze leeren. Fertig. Das könnte man eigentlich mal offstream machen. Dass man sich so richtig hochsteckt.
Wisst ihr, was ich meine? Ja, gucken wir noch. Okay, dann sind wir heute fertig. Wir haben ultra viel geschafft. Ultra viel. Ja. Ultra sick. Ah, Digga, das waren 2,5 Stunden? Ja, es war nicht lange. Nee, das war doch ultra lange. Wir haben gefühlt vor 40 Minuten angefangen. Ach so, nein, ich meine, ich finde es gut, was wir in 2,5 Stunden geschafft haben. Ja. Wir werden dieses Raft auf jeden Fall riesig bauen. Wir müssen das über die vollautomatische Palmplantage machen. Also riesig ist nicht genug, das muss gigantisch werden. Ja, das muss ganz, 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 ganz krass werden. Aber die Scheiß, ich guck noch mal ganz kurz, was das kostet. Ich will einfach noch ganz kurz gucken, was ein großes Beet kostet. Ja, dann bauen wir aber die hässlichen Anbauflächen. Wie fortgeschritten ist ja viel zu teuer. Die kostet einfach mal das Doppelte an Nägeln. Ja, auch die fortgeschrittenen Auffangnetze kosten auf einmal Titanbarren und so. So eine Scheiße. Und ich will, dass wir nächstes Mal einmal testen, eine Windmühle da oben hinzubauen. Können wir auch machen. Weil die brauchen so lange zum Laden, dass, also, das klappt überhaupt nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Die gehen schneller leer, als dass die nachkommen. Wenn wir hier alles elektrisch betreiben. Ja, wir betreiben mittlerweile echt sehr viel elektrisch, du hast recht. Wir brauchen auch mehr Batterien. Wir können auch noch mehr bauen und können auch eine oben bauen. Ich will hier hinten bei mir auch noch eine bauen. Wirklich ganz wenig Schrott rein, ne? Ich habe gerade ganz viele Sachen aufgesammelt. Es war kaum Schrott dabei. Es war ein einziger Schrott dabei. Echt, wie viel war's? Eins war's. Okay, dann wollen wir jetzt... Warte mal, kann ich Schrott beim Händler kaufen? Chat, wisst ihr das? Dass die letzte Frage noch beantwortet werden muss. Aber Schrott beim Händler kaufen tut irgendwie weh. Kann ich auch kaufen. Okay, wenn wir mehr recyceln. Okay, wir machen. Schrott immer kaufen for free. Kriegen wir hin. Okay, dann sind wir fertig. Sind wir fertig. Okay.